Kuckuck. Und herzlich willkommen. Ja, zack. Rüber damit. Juhu. Heute, Leute, soll es gehen. Wir wollen danach Archelos nie wiedersehen. Nein, nein, Quatsch. Ja, wie wir schon im Titel stehen haben, ja. Danke an Ramon für die Unterstützung. Ja. Und ja, wir haben halt mögliches Finale am Start. Wir sind ja momentan hier bei Archelos noch in dem den ja, in Vardal. So, und ich weiß, ich habe das letzte Mal gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was jetzt zwischen Vardal und Errungenschaften haben wir jetzt keine neuen hier bei Steam, brauche ich nicht zeigen. Zwischen Vardal und dem Kapitel 6 hier noch passiert. Ja. Keine Ahnung. Was da noch kam. So. Und je nachdem wird sich dann halt entscheiden, ob wir heute hier das ganze Ding zu einem Ende bringen oder erst beim nächsten Mal. Ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt hier alles überstürzen. Ich will das ja ganz gemütlich machen. Ja, hör auf dich. Der Giraffe weg! Sofort! Ihr scheiß Waffe weg! Ja. Wir haben noch eine Minute. Wir haben jetzt, naja, 2 Minuten. 3, 2, 1. Wir sind heute bei Archolos und legen heute so richtig los. Los auf los, ja. Ich hätte mal gern von den Entwicklern auch gewusst hier, von den modernen, ob das, wie gesagt, wirklich Archolos heißen soll, wie uns das TTS hier weismachen will, oder ob es doch eher Archolos heißt. Weil Archolos klingt für mich, weiß nicht, schöner. Archolos klingt irgendwie doof. Von Aussprache her, aber Arcolos. Arcolos. Weil das Text-to-Speech, das macht ja meistens gerne auch. Ich weiß nicht, woran das liegt, wann jetzt das Text-to-Speech rausmacht. Oder. Ich muss auf den Pegel gucken, dass du da so rannimmst. Nicht, dass das und sowas zu leise ist. Keine Ahnung. Ja. Ja, aber das hätte ich gern mal gewusst. Ja. Okay, sind wir dann mal so weit hier? Auch für Nachspieler oder Zuschauer im Nachhinein. So, ich bin mal gespannt, der kleine mal Werbung hier mal für meinen Kollegen, dem Ramon hier, LP Piranha. Wir haben heute kein Community-System, ich muss noch kurz F11. Da hat er hier die Event gestartet bei uns im Discord. Das Problem ist bloß, das habe ich ihm aber auch gesagt, Events. Ja, hat er wieder rausgenommen schon. Er wollte eigentlich Counter-Strike. Also, ich muss mal ganz ehrlich auch sagen, jemand hier, der jetzt auch zusieht und nebenbei auch ein bisschen Ego-Shooter begeistert ist, sowas wie Counter-Strike, das ist ja kostenlos, das Ding. Das braucht man nicht kaufen, wenn man damit spielen will. Und solche Sachen. Wenn ihr da mal Interesse daran habt. Kommt bei Angry Blood, da findet ihr bestimmt den einen oder anderen Mitspieler. So. Es gibt, weil das ist ein Irrglaube, dass wir vielleicht der ein oder andere denken mag, der mir zusieht, dass auf Angry Blood in nur Gothic vorherrscht. Das ist ein absoluter Irrglaube. Leute, lasst euch davon nicht abschrecken, dass es bei uns hier auf Angry Blood nur um Gothic geht. Das ist Quatsch. Ja. Ich meine, ihr wird stellenweise inzwischen mit bei den Mitgliedern mehr hier sowas wie MW3 zum Beispiel, also Call of Duty, Counter-Strike wird gespielt, weil es eben auch kostenlos ist und auch grafisch nicht sehr anfordernd ist, weil nicht jeder hat jetzt High-End-Technik. So, was spielt mein Kollege Magiebär zurzeit? Was ist das Dead by Daylight? Ich glaube, ich kann mich täuschen. Im Titel, ich weiß es nicht. Aber auch so Koop oder Zusammenspiele wird viel gemacht bei uns.
Ist auf Angry Birds. Das ist nicht nur Gothic. Ja. Ich spiele ja zum Beispiel auch Horizon, ist ja auch kein Gothic. Ist zwar auch so ein offene Weltrollen spielen, aber trotzdem, wie gesagt, weil jetzt auch im Nachhinein auf YouTube sich das Ding hier ansieht, wenn ihr, wie gesagt, Mitspieler sucht, die auch ein bisschen, naja, nicht ganz hier, also ein bisschen, naja, im allgemeinen Sprachgebrauch ein bisschen verrückt sind, dann seid ihr bei Angry Bird eigentlich gar nicht richtig aufgehoben, bei uns hier auf dem Discord. Wir suchen eigentlich noch nach paar Mitglieder, die da auch, sag ich mal, jetzt sich da unserem Humor auch ein bisschen mit anschließen wollen. Unseren bisschen ja, verrückten Humor und alles. Ja, wen wollten wir jetzt? Ja, wir sollten jetzt, was haben wir jetzt gemacht? Ja, wir kommen mal wieder hier zurück zu Archolos. Bei mir so bleibt es jetzt Archolos. Fertig. Archolos klingt mir zu scheiße. Tut mir leid, liebe Entwickler. Das ist halt meine Meinung. Archolos klingt doof. So, die Gargoyles haben das Lager angegriffen. Na, hör immer. Zum Glück bin ich rechtzeitig zurückgekommen. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein, aber wir können die Expedition nicht weiter verzögern. Ich werde den Rest der Ruine alleine durchsuchen. Ja, die Krieger müssen zurückbleiben. Wir haben übrigens zwei Kameraden verloren. So. Die Gargoyles, die wir hier stehen hatten, die jetzt angegriffen haben, ja, das sind ja die hier standen. So, das Ding ist hier, wir haben es 0 Uhr in der Nacht. Ich würde mal was ausprobieren. Es gibt ja diverse Gothic. Was hier bei Gothic? Irgendwo war das ja irgendwie in Spielen, dass wenn es jetzt Nacht ist, wir sind ja in der Höhle hier drin. Ich meine, ob es draußen hell oder dunkel ist, in der Höhle ist es trotzdem dunkel. Nur, aber es gibt auch diverse Spiele. Ich glaube sogar auch Gothic Mods. Was? Wo sich das tatsächlich auch auf die Höhlen auswirkt, ob jetzt Tag oder Nacht ist. Und hier scheint das jetzt tatsächlich nicht mehr davon, nicht mit der Fall zu sein. Ich weiß nicht, ob das für Gothic von Hause aus so ist oder. Ich glaube, war das bei Risen? Ich weiß es nicht. Bei irgendeinem Piranha-Beispiel noch. Alter, sieht das unheimlich aus, wie der dort steht. Irgendwie sieht das unheimlich aus. Ja. Damals, wie gesagt, in meinem damaligen Durchlauf von Archolos, das merke ich ja immer wieder an. Dem einen oder anderen von euch mag es vielleicht schon auf den Sack gehen. Waren diese Gargoyles wirklich für mich fast unschlagbare Gegner? Ich brauche hier echt Hilfe. So, wir lassen jetzt mal den Hammer hier an. Wir haben zwar unsere Drachenschneider, aber der Hammer. Damit können wir tatsächlich auch die Gargoyles hier umhauen. Das können wir mit der Drachenschneide nicht. Bei denen wirkt sich das wirklich aus, ob wir jetzt eine Hieb- oder eine Hieb- oder eine Stichwaffe haben. Ja, okay. Also, ui. Ist auf jeden Fall um einiges einfacher dieses Mal. Diesmal habe ich mich besser gelevelt. Das stimmt, was sind wir? Level 52. Waren wir gestern bei Horizon nicht sicher, ob wir jetzt 51 oder 52 hier waren. Weil wir waren ja bei Horizon so immer so circa 10 Level voraus hier. Also wenn ich jetzt hier, sage ich mal, Level 41 oder 42 war. War ich dort 52? Bei 50. Ja. So, aber das Ding ist,
Horizon hat im Gegensatz zu Gothic hier, ob Mod oder nicht. Oh. Hängt er hier fest? Schleicher oder leck mich. Shadow, ich grüße dich. Und Wall of Flames. Darf ich Wally sagen? Danke für den Raid. Oh, danke für die Bits. Also im Nahkampf sind die trotzdem scheiße. Die hauen scheiße zu. Weil die Dinger, wir haben es ja gerade gesehen, man kann nicht schlecht mit einem Golem zum Beispiel dagegen, gegen die Gegner jetzt, ein Golem. Der hört irgendwann auf zu blocken und haut zu. No. Und wenn man den Golem in den Schlag reinhaut, no, trifft man ihn, er uns aber nicht. Bei den Dingern hier, das sind gemoddete Viecher. Die sind schwerer zu bekämpfen im Nahkampf. Deswegen holen wir uns gleich wieder die Armbrust raus. Ja, halt, Jack, ja, klar, darfst du Wally sagen. Oh, ich darf Wally sagen. Dankeschön. Ja. Vielleicht darf ich zu Shadow auch irgendwann Shadow sagen. Ja. Das klingt fast so, als würde ich euch hier irgendwie auf die Schippe nehmen. So ist es aber nicht. So, nein, nein, alles gut. Ja, willkommen bei Archelos in. Wie steht's eigentlich, sag mal, Wally, wie steht's eigentlich bei dir um dein. Bei Gothic? Der Shadow, der ist ja bei Gothic da eher raus, würde ich mal meinen. So, wie sieht's denn bei dir aus im Thema Gothic? Also rein und rein, nein, reine Neugier ist. Ich frage, sowas frage ich dann aus. Ja, reiner Neugier, sag ich mal. So. Ich will niemanden dazu irgendwas treiben hier zu spielen, was er nicht will. Also ich habe damals nur den ersten Teil gespielt und auch nicht durch. Ja, aber ich werde erstmal look. Mit dem Hund. Alles klar. Viel Spaß mit dem Hund. Ja, den ersten Teil, okay. Jo. Also auch eher weniger Gothic, okay. Alles klar. Hallöchen, da ist er wieder. Kuckuck und Brösterchen. Ja, wo ist denn der Mistkerl jetzt? Trifft auch. Komm, erst was da. Jetzt haben wir ihn. Stufe hier gestiegen. Ich bin 53, Level 53. Es wäre natürlich klasse, wenn wir heute hier durch diesen Tempel. Da die Level die 56, die 57 sind wir ja gestern bei Horizon noch geworden. Wenn wir hier die 57 noch erreichen könnten und Aloy einholen können. Aber ich mag es zum Zuschauen. Aber also null Plan von Gothic. Ja, das Ding ist bei Gothic. Bei Gothic brauchst du Geduld. Du brauchst du Ruhe. Dich reinzufinden in diese Welt, den NPCs zuzuhören, und wenn du das machst, wenn du den NPCs aufmerksam zuhörst als Neueinsteiger in das Ding, dann kommst du auch gut vorwärts. So, das Ding ist aber, ich habe das bei vielen gesehen, das ist gerade in der heutigen Zeit, viele bringen da nicht mehr die Geduld auf, dem zuzuhören. Wir wollen eventuell einen Questlog lesen. So, viele steht auch im Questlog da mit drin. Bei Gothic gibt es ja auch keine Questmarker, es ist ein Spiel von 2001. Jo, und dort muss man wirklich auch, wie gesagt, ich sag ja, die Geduld aufbringen. Das Ganze auch für sich selbst mitzunehmen. So, dann sollte man bei Gothic keine Probleme haben. Aber, wie gesagt, es ist halt ein älteres Spiel, dass das dann nicht mehr ganz so angesagt ist wie moderne Spiele, das ist mir, ist klar. Deswegen hoffe ich ja, dass Gothic Remake da irgendwo jetzt eher den modernen Spieler anspricht. So. Ich meine, die Fangemeinde von Gothic, die redet ja Gothic Remake sowieso mehr oder weniger jetzt schon nieder. Meine sollen sie machen. Ich hoffe mal, der Weltmarkt ist ein bisschen größer.
als die Gothic Community und dass sie dann den THQ Nordic Magic Kasten füllen, damit THQ Nordic sagt, wir machen auch ein Gothic 2 Remake und ein Gothic 3 Remake. So, ich hoffe darauf. Ja, Gothic ist halt Ding RPG. Da muss man halt selber schauen, wo man hin muss und die Quests. Aber ich habe nichts Naja. Weil der Vorteil ist bei Gothic, das ist der Witz. Das musst du mal machen, wenn du jetzt mal beim Zuschauen so. Am besten vielleicht sogar jemand, der nicht die ganze quakt wie ich. Einfach nur mal für die Augen zumachen oder nur den Ton hören, wie die Leute dort miteinander reden im Spiel. Die Dialoge anhören. Das habe ich manchmal gemacht. Da habe ich mal einen Stream offen gehabt von jemandem oder Let's Play. So, im Hintergrund nur. So, ich kannte ja die Gothic-Dialoge alle. Aber wenn du wirklich nur zuhörst, dann denkst du wirklich, dort unterhalten sich zwei Menschen hier draußen in der Realität. So. Das ist so genial gesprochen bei Gothic 1 vor allen Dingen. 2 dann auch noch. Ich meine, das flacht dann von Teil zu Teil immer mehr ab. Aber gerade in Gothic 1 und 2 dann auch, die unterhalten sich dort wie echte Menschen. Und nicht wie Sprecher, die jetzt vor dem Mikro stehen und da irgendwas synchronisieren oder einsprechen. Das hat sich wirklich real angehört. So. Da kann die beste moderne Real-Life-Grafik das Spiel nicht realer machen als diese Sprachbegabtheit dort bei Gothic 1 und 2. Und das ist dieses Zugpferd, was Gothic 1 vor allen Dingen hat. Die ersten beiden Gothic-Teile. Interessant, muss ich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ja, das ist wie gesagt, die reden wirklich, die haben dort einen Sprachschatz. Da denkst du wirklich, du. Ja, das ist wirklich, das klingt wirklich super echt. Ui. Hey! Da. Wenn hier einer schießt, dann bin ich das. Die schießen hier. Wieso schießen die auf mich? Warte. Au! Ich meine hier misst dich aber, was die Sprachbegabtheit jetzt angeht. Misst dich aber mal nicht an dem, was ich gerade hier spiele. Das ist eine Mod, das ist TTS, das ist Computerdeutsch. So, bin auch am Look. Alles klar, geh lieber mal mit dem Hund Gassi, bevor der hier in die Hütte. Ja. Das warst doch du, oder? Ja. Das ist nicht gut, wenn man das wegmachen muss. Ich kenne das von unseren Katzen früher. Wir hatten ja im Flur so eine Eckbank und die Katzen haben sich gesagt: So, ich weiß heute die Eckbank. So sieht's der Mensch nicht so gleich. Erst wenn es schön angetrocknet ist. Wenn die Scheiße schön trocken ist von den Katzen. Und man es dann ganz bequem wegsaugen kann. Ja, schon klar. Blöde Viecher. Hey! Tja, wer hat hier die stärkere Armbrust? Ich hol gleich eine Fackel, ich werde es mal kurz. Ihr seht nichts, ich weiß. Ich sehe genauso wenig. Da ist er. No. Das Blöde ist natürlich hier. Entweder ich trage eine Fackel. Oder ich kämpfe. So. Jetzt sehen wir wieder was. Machen wir hier. Wie gesagt, das mit der Synchro hier von Gothic, das ist so ein Ding zum Beispiel bei Gothic Remake, das müsste schon damit beherzigt werden, wenn das hier, die kleine, das Gothic Remake, das ist ja der Nachteil am Ende, der erste Gothic Teil, die ersten beiden, das wurde ja von Piranha Bytes, da waren die noch recht klein, gut, die waren auch in der heutigen Zeit recht klein, bis zu ihrem Niedergang, im Gegensatz zu größeren Studios. Aber die nennen das ganze Ding so Robot-Schnauze, nennen die das. Ich meine, die sprechen ja Rest über Deutsch und auch nicht unbedingt anders. Noch nicht mal. Aber das ist so ein Ding, was das Ding so einmalig macht. Das hast du sonst nirgendwo so. Das habe ich so auch noch nirgendwo gehört. Nur im Film und Fernsehen höchstens, aber. Also was Videospiele angeht. Ist Gothic, was das angeht, auf jeden Fall definitiv Vorreiter.
noch einer. Warte, warte. Nee, stopp, stopp. Ich muss das Armbrust ziehen. Komm mit. Zieh Armbrust, Mensch. Mach mal. Hätte ja klappen können. Das Blöde ist hier natürlich, das ist ja nicht nur durch die Motte, das ist ja auch allgemein Gothic. Ja, dass wir hier nicht alles eingesammelt haben. Sobald du neu lädst, sind die alle Türen wieder zu. Das hat mir schon so manchmal das Genick gebrochen hier im Spiel. Ja. Ui, da ist doch noch einer. Hä? Was tut denn der? Ich muss wirklich. Kann sein, dass wir jetzt manchmal stellenweise hier mal sehr dunkel haben, aber ich kann nichts machen, wenn ich hier kämpfen muss. Ich kann ich keine Fackel halt tragen, das ist blöd. Jetzt haben wir ihn. Ich glaube auch, das ist glaube ich auch mit der Renderer, dass der das Schwarz so hervorhebt, dass es dann mehr dunkel ist als normal. König Drachenpanda, ich grüße dich, Meister Knotex, mein Freund. Da waren wir doch schon. Die sieht irgendwie alle so gleich aus. Trank der Schnelligkeit. Willkommen Archolos. Archolos und die Gauerlos. Hallo? Hallo? Jemand hier? Hier ist ein Teleportkreis. Ich überlege gerade, wo der mich hinbringt. Oh, weia. Oh, Scheiße. Sehen wir, wie das geht? Das ist das reinste Maschinengewehr. Wie so ein Gatling-Gun. So, noch mehr hier? Hallo? Was für Lauche, hä? Den haben wir was gezeigt. So. Ich muss im Übrigen staunen. Wir sind ja hier jetzt bei Stream Nummer 19, ja, was Archolos angeht. Und haben ein mögliches Finale. Das wird am Montag dann bei Horizon Forbidden West Diana sein. Wir sind im Prinzip genau gleich auf mit dem Spiel. Oh, von der Länge her gerade. Was ist das jetzt? Schwere Wunden heilen. Das brauche ich nicht. Ich bin kein blöder Magier. Ich bin eine Hau-drauf-Maschine. Ich bin die Gefahr. Ich bin die Gefahr für die Magier. So, was haben wir denn hier? Der Trank des freien Falls. Ich verstehe nicht. Ja, ich verstehe auch nicht. So, Trank der Heilung. Brauchen wir Trank der Heilung? Weiß ich nicht. Wir kippen einfach mal rein. Das schmeckt gut. Silberne Halskette. Ich sitz mit der Renate in meiner Kamenate bei einer Flasche Sekt, weil zu zweit sie besser schmeckt. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Was steht dort vor der Tür? Vielleicht ist es der Gothic Held und haut auf die Schnauze mir. Ding dong, ding dong, wer steht dort vor der Tür? Vielleicht ist es ein Bogenschütze und schießt ein Loch in den Kopf. Mir. Ja. Ding dong, ding dong. Da, 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 da. Hier werde ich helfen da hinten. Na, warte, du Pfeife. Na, komm nur her hier. Alles was so Schießerei angeht hier. Hab mal gesagt, wenn hier einer schießt. Hä? Mein Erfahrungspunkt hat er mir gerade geklaut. Elixier des Lebens. Wir haben zwei Elixiere, zwei Arten von Lebenselixieren.
Das hier ist das Tödliche, glaube ich. Nicht so das Gefühl. Dann saufen wir das hier. Jetzt haben wir 1020 Leben. Hervorragend. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich damals hatte. Das Ding ist, einer von den beiden hat mir gerade Erfahrung geklaut, indem der den Skelettschützen hier weggehauen hat. Warum hat er das gemacht? Weil der Skelettschütze ihn getroffen hat, statt mich. Ja. Und der hat sich halt gerecht. Ja, warte mal. So, wir müssen erstmal gucken. Truhe. Wir müssen mal knacken. So bewege ich mich im realen Leben auch immer von Truhe zu Truhe. Nö. Was ist hinter dieser Tür? Mach nie die Tür auf. Lass keinen rein. Mach nie die Tür auf. Sei nie daheim. Ich sehe nicht. Ich sehe echt nicht. Scheiße. Komm mit zum zurück. Hä? Bitte, stehen in der Tür. Hallo? Lauste wäre sich jetzt an der Stelle natürlich zu heilen. So. Und da ich mich ja für einen sehr schlauen Menschen halte, mache ich das auch. Ist doch aber auch schlau. So. Das Ding ist, der sollte sich aber nicht unbedingt neu aufgepowert haben, hier, oder? Waren das jetzt zwei oder war das nur einer? Natürlich holt mich der zweite. Das geht um. Ja. Ja, jetzt haben wir es natürlich. Jetzt ist hinten natürlich wieder die Tür zu. Das ist ja schlecht für mich. Okay, einen haben wir. Wenigstens geht das hier unten, geht das Speichern hier unten schneller, weil kleinere Umgebung halt. So, wo ist der zweite? Speichern mal zwischen kontinuierlich. Ja. Komm zurück, Blump! So, steht jetzt vielleicht noch einer drin. Wir gucken erstmal, bevor wir die Fackel aufheben. Können wir auch vorstellen, dass es zwei, drei sind. Ja. War das jetzt der Raum, wo wir die Truhen schon gelootet haben? Gelootet. Selten, dass ich das sage, oder? Ja. Ihr wollt mir alles Angst machen. Womit denn? Womit denn? Mir fehlt das Großschwert des Wächters. Gut, also hier gehen wir wahrscheinlich weiter. Ja. Und wir hatten ja hinten noch so einen anderen Raum. Da war ja so ein Teleportkreis.
Und ich schätze mal, dort müssen wir zuerst hin. Aber der Weg hier ist schon mal frei, das ist schon mal gut. Mann, hatte ich damals Probleme hier. Na komm doch her! Habe ich diesen blöden Hammer hier. Der Gruftwächter. Ich schalte mal um auf meine Drachenschneide hier. Voll. Ui. Wolfzacks Klinge. Scheiße, so wie stark haben wir nicht. Wir haben noch unsere Drachenschneide. Scheiße. Verdammt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja. So, Gruftwächter. Warte mal. Hat der jetzt das Großschwert des Wächters dabei gehabt? Trollbändiger. 105. Naja, das braucht Geschick. Grotesk Schwert. Er war der Grotesk. Grotesk. Ach so, das war Grotesk. Ja, ich weiß ja, Grotesk war vom Schmugglerlager hier. Hallo. Sarkophag. Ein Knochen eines Skeletts. Großschwert des Wächters wollten wir haben. Genau. So, genau deswegen sind wir hierher gekommen. So. Berserker-Axt. Macht 215 Schaden. Was mache ich mit meinem. Ich mache 190, 215. Die ist aber kürzer, das ist das Problem wieder. Typisch Axt halt. So, wir haben das Großschwert des Wächters. Jetzt will ich aber erstmal gucken, wo wir jetzt hier. Hier war ja da der Kreis. Ich bilde mir ein, hierüber über diesen Kreis kommen wir nur in den ersten Raum. Das ist eine Abkürzung zurück hier, oder? Mehr hier? Was? Skelett? Oh, was tut der da? Hallo, noch mehr hier? Hallo? Nö. Puh, da könnt ihr mich mal gerne haben. Jo. Erstmal alles plündern hier. Kommen wir auch wieder zurück hier? Nö, das ist nur eine Einbahnstraße. Weil ich Hintergrundgeräusche hier bei den Mods, das hatte ich bei euch bei Loa schon ja letztens auf Asun. Da waren die Hintergrundgeräusche stellenweise auch penetranter als alles andere. Aber wir machen mal den hier an, damit wir auch alles mitnehmen. Kreis der Magie. Wie viele Lernpoints haben wir denn? Wir haben schon wieder 41 Lernpoints. Und sind von dem Level her, ja, fast auf der Hälfte. Haben wir jetzt hier irgendwas Nützliches eingesammelt? Nur die Rezepte. Ein antiker Speer. Wir können nicht schmieden. Dafür sind wir viel Ich zu dumm. verstehe nicht. Dafür bin ich viel zu dumm zum. So, 50 Erfahrungspunkte fürs Buch lesen. Ja, hervorragend. So. Was mit dem passiert hier? Irrlicht. Na komm her hier. Können wir das Ding abschießen? Nee, das konnte ihn. Warte mal, das war irgendwie. Für was anderes war das gerade. Was ist glänzendes Schwert? 190. Benötigtes Geschick. Alter. PK, verwandt. Lass mal das. Tschüss, Mensch. Ich denke jedes Mal, du willst wieder gehen.
Ich grüße dich, PK. Hab vorhin bei deinem Streamer kurz reingeguckt, ja, von der von der Jace. Hast du ja gesehen, ich habe kommentiert, du hast ja schon reagiert, ich weiß. Warum sage ich dir das denn? Es wäre mal nett, das hatte ich mir so überlegt, es wäre. Guck mal, bei mir hier oben. Und ganz oben am Bildschirmrand, da habe ich ja den Chat eingeblendet. Das wäre ja nicht schlecht, weil du bist ja live dort bei dir. Und man möchte doch als Zuschauer im Nachhinein doch ganz gerne sehen, was der Chat da geschrieben hat. Dass man da irgendwie das nachvollziehen kann, worauf du dort reagierst. Deswegen haben viele Streamer und auch ich hier das Ding eingeblendet. Weil ich meine, ich glaube bei Twitch und ich auch bei YouTube doch eigentlich auch, ich habe das bei anderen auch schon gesehen. Haben die auch im Nachhinein, wenn man den Stream dort anschaltet, da diesen Chat da drin, damit man mitlesen kann im Nachhinein. Bei Twitcher ja auch sowieso. Aber ich verlasse mich ungern darauf. Tja, wie geht das? Da ich nicht auf. Ach so, du meinst in den Bildschirm, das ist hier im OBS, ist das bei mir mit drin. Haben wir das reingepackt. Tralala. Ja. Warte mal, da muss ich mit dem reden, mit dem Irrlicht. Warte mal. Du sollst das Irrlicht anklicken, du Pfeife. Wir haben unsere Reise durch die Bibliotheken gerade angefangen, oder? Nee, hä? Hey! Ja, PK, keine Ahnung. Das müsste man gucken bei dir dort. Ich weiß es echt gerade nicht. Ich kann es ja auch nicht so einfach erklären. Aber man könnte mal dran arbeiten, wenn du das möchtest. Warum habe ich keinen Sprachsound? Ich schaue rot um. Das Problem ist, wir ändern seine Priorität ja ständig. Einmal heißt es aufrichtig, jetzt heißt es Tschüss. Ja, mit dem Irrlicht. Irgendwas war hier mit dem Irrlicht, ich weiß aber nicht mehr was. Ja. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Irgendwo kommen wir auch hier raus. Na, hierüber nicht. Hierüber sind wir ja reingekommen. Das Irrlicht. Warte mal. Über diesen Weg kamen wir, glaube ich, wieder in Richtung Anfangsgebiet zurück. Das hatte irgendwas mit dem Irrlicht zu tun. Nein. Du kannst nur den Chatverlauf anklicken bei YouTube. Ach, das geht? Da muss ich noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob man extra eine Einstellung hatte oder ob ich nur dazu doof dazu bin. Tja, PK, das sind verdammt gute Fragen. Ja. Jetzt ist die Frage, ob die Antworten genauso gut sind. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Irrlicht hier? Ja, ich würde mal sagen, was sagt denn das Irrlicht dazu? Wenn ich auf diesen Schalter hier drücke, öffnet sich hier die Wand. Alter, die haben ja Mechanismen in den alten Gemäuern. Das ist. Da wird ja jeder neidisch hier, jeder moderne Mann. Und hinten ist noch. Irgendwas ist da hinten. Hier sind wir wieder in der Haupthalle, genau. Ja, wir gehen aber trotzdem wieder hinter. Angeschaut. Ich habe deine Folgen von 72 bis 76 angeschaut. Oi, Dankeschön. Und? Wüste. Passt zum warmen Wetter. Wüste. Da steht aber Freddy Ferkel hinten. Nee, wie sind die? Hä? Da oben will noch jemand irgendwas aufs Maul haben hier, hä? Da oben, da steht doch irgendjemand. Der will hier Dresche. Wir speichern natürlich erstmal vorsichtshalber. Dann klettern wir noch mal hoch und gucken, wer dort hier als Sänger haben will. Soll er kriegen. Ja. Guck mal hier. Quatsch. Ja, Ruhe im Puff. Ja, sind wir, glaube ich, mit der Fleischwanze hinter, oder? Hä? Hier ist zu gewesen. Hä, hey, wieso ist hier zu? Ich will hier rein.
Hier ist dicht auf jeden Fall. Ne, hier haben wir so eine. Stimmt, hier sind wir mit der Fleischwanze, sind wir, glaube ich. Hä? Ja, nee, wir wollen jetzt dahin zurück, wo wir das Großschwert des Wächters gebraucht haben. Das haben wir ja jetzt. Das Ding machen wir aus jetzt. Wenn der Feind kommt, wird er niedergemeuchelt. Aber willst du vielleicht mal ein paar Stärketränke eingesammelt? Wo ist denn der Scheiß? Natürlich nicht. Blöder Mistbläder. Ja. Ich sehe. Ich habe nur 190 Stärke, nur. So, wenn wir ein bisschen mehr hätten, hätten wir das eigentlich stark tragen können. Ich habe zu spät dann doch gemerkt, wo wir hier Stärketränke, wo wir das Rezept herkriegen. Da war ich dieses ganze Spiel schon auf der Suche damit. Danach. Da hätten wir weitaus mehr Stärke jetzt herausholen können. Ich meine, ich bin sowas wie haben hier. Da bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden eigentlich, aber wir hätten alter mehr haben können. Die Luft nach oben ist immer offen. Mehr. Ist mir mehr. Oh. Das Ding ist hier jetzt mit gezogener Armbrust lang zu rennen, um hier die Feinde eher zu entdecken. Das ist blöd. Weil dunkel und man sieht nicht mehr. Wo sind wir nicht? Links sind wir lang gegangen. Hier. Wir haben auch noch nicht neu geladen. Trau dich! Ich hau dich! Oh. Ja. How do you do, haust du mich, hau ich zu? Du sollst die Fackel mitnehmen! Wann? Ey! Nee, oft. Ich habe es euch nicht nur einmal gesagt, ich habe es euch tausendmal gesagt. Wenn hier einer ballert, dann bin ich das. Ja. So, haben wir das richtige Schwert eingesammelt? Boah. Gold! Ich schätze! Gold, ich schätze! Ja. Ach, jetzt könnt ihr ankommen, ja, hey. Jetzt könnt ihr hier ankommen. Marvin, endlich haben wir dich gefunden. Wie ich sehe, bist du nicht untätig gewesen. Ach. Die haben eine ganze Menge wertvoller Sachen zusammengetragen. Münzen, Pokale, Schmuck. Hier scheint der Friedensstifter nicht zu sein. Ich bezweifle, dass ein so wichtiges Artefakt einfach in einem Haufen Gold vergraben ist. Warum hast du da Markus und das daher gebracht? Ja, das ist mein Gold. Ich teile nicht mit euch. Ich werde euch alle in Grund und Boden stampfen, dann werde ich das Gold in mein unendliches, in mein endloses Inventar stecken und dir rausmarschieren und mir ein hübsches Leben machen. Ich werde mir Vanguard davon kaufen. Ja. Warum hast du Markus und das da mitgebracht? Im Lager wird gerade sicher jedes paar Hände benötigt. Ich wusste nicht, was uns auf dem Weg erwarten würde. Ich wollte nicht riskieren, hinter einer schweren Tür stecken zu bleiben, die ich alleine nicht öffnen kann oder so. Entspann dich, Marvin. Ich kann hier draußen auf mich aufpassen. Du wirst mir noch danken, wenn einer meiner Pfeile dir das Leben rettet. Entschuldige, aber ich werde mal meinen Goldbeutel mit ein paar Goldmünzen auffüllen. Sucht ruhig schon mal nach dem Schwert.
So will ich das sehen. Der Mob rennt weg und alles gehört mir. Oh, scheiße. Warte mal, wir haben ja gespeichert. Jo, wo geht's denn hier hin? Hallo? Hallo? Jetzt ist fies. Scheiße, nicht mehr lang. Kam hier jetzt eigentlich noch was? Hallo? Hört man das? Ding Dong. Fett gespeichert, Tür jetzt zu und drin geblieben. So. Das schaffen wir. Wo ist mein Locator? Hier. Wir schaffen doch hier bestimmt noch ein paar Sachen einzusacken, bevor die Tür komplett so ist. Oh, Scheiße. Hui! Oh, wir haben noch einen goldenen Kerzenständer. Was? Der goldene Kerzenständer, warte. Böse. Böse Möse. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Ja, lass mich halt alles einsammeln. Ja. Ich bin hier gierig. So, ist ja nicht so, als ob ich eher gierig wäre. Aber ich bin sehr gierig. Hätte ich dem eigentlich sagen können, ja, komm mit raus. So. Wir haben einen Erzbrocken gefunden. Wir halten fest, dieser goldene Kerzenständer. Dafür habe ich gerade mein Leben riskiert. So. Vardal. Wir gucken das gleich mal an. Wir hier hergekommen? Du sollst die goldenen Kerzenständer mitnehmen. Ich mag goldene Kerzen. Goldene Kerzenständer, genau. Genau die. Hauptsache golden. Und tschüss. Bergetrank? Bergetrank? So, jetzt haben wir 3 Stärke mehr. Jo. Wahnsinn, wir brauchen noch nur noch 37 bis zu der einen Waffe. Aber für diese eine Waffe noch werden tragen können. Das Ding ist nämlich, wenn wir angenommen, wenn wir jetzt noch 10 Lernpunkte kriegen, können wir 2-mal Stärke reinlernen. Wir sind nämlich so weit, dass das Ding schon 25 kostet. Da wären wir bei 203. So. Das Schwert, was ich hier gesagt habe, das Ding hier, Wolf, der will 230 Stärke haben. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas kriegen. Hätte ich die starke Tränke ja brauen können, da hätten wir das schaffen können, aber so. Wie ist die Moral? Schade, dass wir diese steinernen Bastarde nicht einfach in die Luft jagen können. Ich habe sie erschossen, mit meiner Armbrust. So, hier. Ist es der Friedensstifter? Siehst du ihn? Er ist so schön. Er liegt hier schon seit so vielen Jahren. Hä? Die Macht dieses Artefakts kann das Schicksal unserer Insel verändern. Und wer weiß, vielleicht sogar das des ganzen Königreichs. Ein Schwert, das in den richtigen Händen dazu bestimmt ist, das Gleichgewicht der Kräfte und viele Jahre des Friedens zu bringen. Marvin, danke, dass du mit mir hierher gekommen bist. Aber das ist etwas, das ich alleine tun muss. Vielleicht sollte ich es versuchen. Dies ist mein Schicksal. Ich weiß, dass du dich an Volker rächen willst. Aber es geht um mehr als das. Hier geht es darum, Adanos Weg zu gehen und den lang ersehnten Frieden zu bringen. Bitte?
Adanos, ich bin gekommen als dein bescheidener Diener. Erteile mir deinen Segen, damit ich diese Waffe führen und in deinem heiligen Namen für Frieden sorgen kann. Lebst du noch? Das sah ziemlich gefährlich aus. Ich lebe. Mir geht es gut. Marvin, ich lag falsch. Ich lag von Anfang an falsch. Diese ganze Expedition war ein einziger großer Fehler. Ich wollte die Insel vor dem Blutvergießen retten. Aber wegen mir haben wir nur noch mehr Tote zu beklagen. Bin ich jemals wirklich auf den Pfaden von Adanos gewandelt? Oder war ich nur auf Rache und meinen eigenen Ruhm aus? Mein Gott hat mich für unwürdig erklärt, seine Gnade zu empfangen. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Ui. Du willst jetzt auch... Gott, was habe ich denn damals... Ist das jetzt eine Entscheidung oder was? Ich weiß nicht mal, was ich damals gemacht habe. Du willst jetzt aufgeben? Du willst jetzt aufgeben? Wir haben den Friedensstifter gefunden. Und wir können ihn nicht nutzen. Es ist, als ob wir ihn gar nicht gefunden hätten. Hm. Müssen wir wieder gehen? Soll ich versuchen, den Friedensstifter zu führen? Glaube mir, das ist kein schönes Gefühl. Ich habe mein ganzes Leben an Adanos gedient und sieh, was es mir gebracht hat. Wenn du aber bereit bist, dein Leben zu riskieren, kannst du es versuchen. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Erkenntnis wie die Bruderschaft im Sumpflager. Schläfer! Erwache! Du hast mir Rache, hast schon vergessen? Deine Motive waren persönlich, aber du wolltest für uns alle etwas Gutes tun. Ich bin mir nicht mehr sicher, Marvin. Seit dieser verdammte Volker meine Leute abgeschlachtet hat, kommt es mir vor, als wäre ich in einem Traum. Meine ganze Welt hat sich auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Kapelle verlassen. Ich bin gleich wieder da. Keine Sorge, ich habe es nicht eilig. Bist du schon fertig? Hast du das Schwert? Dann lass uns hier verschwinden. Ich werde nicht länger in dieser Gruft herumsitzen. Wenn du es so eilig hast, kannst du jederzeit alleine abhauen. Ich muss mich noch umsehen. Bitte beeil dich. Dieser Ort macht mir Angst. Ja, so siehst du raus. Das ist eine Einhandwaffe. Und die ist scheiße. Einhandwaffe. Trotzdem mitnehmen. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Du hast mir Rache an Volker versprochen, schon vergessen? Diese Schlacht musst du allerdings alleine schlagen. Natürlich. Verzeih mir, mein Freund. Du bist ein schöner Freund. Wenn du ihn erwischst und ich weiß, dass du es irgendwann wirst und du sein Herz mit deiner Klinge durchbohrst, dann grüße ihn auch von mir und meinen Leuten. Ja. Lass ihn erleben, was er uns allen angetan hat. Genug davon. Lass uns den Friedensstifter holen und von hier verschwinden. Jo. Nimm das Schwert, für das so viele unserer Leute gestorben sind, und bring es zu den Wassermagiern ins Kloster. Wir können es nicht führen, aber vielleicht gibt es eine kleine Chance, dass all die Opfer nicht umsonst waren. Kümmere dich nicht um mich. Ich werde noch eine Weile hier bleiben. Ich werde meine Kräfte sammeln,
über alles nachdenken und dich später einholen. Mach das. Ich werde dich nicht zurücklassen. Erinnerst du dich daran, wie du mich aus Volkers Lagerhaus befreit hast? Oder als du mich am Wasserfall oberhalb von Silbach gerettet hast? Ich kann dich nicht einfach so hier lassen. Marvin, du bist ein guter Kerl, aber du musst verstehen, dass du nicht jeden retten kannst. Ich habe es zu spät erkannt. Manchmal suchen wir so lange, dass wir uns selbst verlieren. Ich muss mich einfach eine Weile ausruhen. Ich bin müde von den ganzen Kämpfen. All die Jahre, die ich gekämpft habe. Die ganze Zeit hier gekämpft, aber ob dein Kampf vorbei ist oder gerade erst begonnen hat, musst du selbst entscheiden. Nimm dies als Erinnerung an unsere gemeinsamen Kämpfe. Auf Wiedersehen, mein Freund. Und viel Glück. Der Tod, können wir ihn ausräumen? Also Mitgefühl, ja, ey. Ist er tot? Können wir ihn ausräumen? Was ist das hier? Nee, Mamas Amulett ist viel besser, gibt mir Lebensenergie. Was haben wir jetzt hier? Friedensstifter? Nein, hier. Oh, das klingt jetzt scheiße, ey. Das ist echt scheiße, das ist... Diese Alchemie hier, Stärkgetränke braun, das macht wahrscheinlich viel mehr, viel aus. So. Mir nach, es ist Zeit, diesen Ort zu verlassen. Mir nach? Ich weiß ja selbst nicht mal, wo es lang geht. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Ich glaube nicht, dass wir auf dem gleichen Weg rauskommen, wie wir reingekommen sind. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Weil mir nach. Und dann fragt er erst, weißt du, wie wir hier rauskommen? Ob man so einem Mann folgen sollte, ich weiß nicht. Ja, gibt es irgendwo einen Knopf? Den Drücker, einen Knopf. So, Locator haben wir an, also darüber finden wir jetzt nicht wirklich was. Können wir den hier rausfahren doch mal? Ich weiß es nicht mehr. Kann man mal machen. Ja. Nee, nein. Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Jo. Dann habe ich hier. Stimmt, das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass sich das Ding hier grafisch so absetzt. Genau. Ja. Zum ersten Mal. Ja. So, raus hier. Oh Gott, was kam denn jetzt hier? Hast du das gehört? Ach, warte, du musst die Luftzug. Ja. So, warum sind meine Waffen hier abge. So. Passiert mir manchmal. Jetzt haben wir glatt einen Heiltrank verschwendet. So. Der Typ ist natürlich wieder. Waffen abgelegt. Was sind das jetzt? Sind das jetzt diese roten? Geh doch einfach weiter! Mann! Verdammt! Ich kann das Gezische überall hören. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, ja. Jeder für sich. Ja, ja, dann hau doch ab, Idiot. Ja, renn doch. Wir machen die Viecher keine Angst. So. Wird so dunkel. Ich probiere es gleich mal mit dem Lichtzauber. Weil wenn wir ständig kämpfen müssen, da hilft uns die Fackel nicht weiter. Jo. Den hat es wohl erwischt, ja, ey. Lichtzauber. Irgendwo hatten wir den sogar schon angelegt. Hier. Tja, Pech gehabt. Idiot.
Das Ding ist, diese Höhlen wie diese, die sind ja meistens hier aus bekannten Gothic-Höhlen zusammengesetzt. Welche Höhle ist das hier? Da, da. Eisenader. Jo. Halt, stopp, falsche Waffe. Ne, hier kommen wir wieder raus. Ich glaube, hier ist Ende Gelände. Wir gehen aber noch rein und holen uns die Erfahrung. Sehe ich jetzt so blöd aus, dass ich die hier lasse? War ja doch eine Minecrawler-Mutter hier mit dabei. Ein Spaziergang. Ja. Hier liegt noch ein rostiges Schwert für mich. Wie viel Lichtzauber hätten wir denn notfalls noch? Nee, hier sind wir heilgekommen. Wo ging es denn hier weiter? Weil das der Locator, diese Anzeigen von den Minecraftern gerade, die sind ein guter Orientierungspunkt. Also ich habe bloß hier irgendwie den Weg hier. Wo ist denn der Rest? Oder sind die wirklich dort unten noch? Weil ich habe jetzt den Weg hier, weil hier waren wir ja gerade drin. Wir rennen auch mal so lang, ohne. So, hier gibt's aber. Ausgeräumt hatten wir die aber, oder? Königsminecrabler. Irgendwie geht's hier nicht weiter. Ich weiß auch, wie ich damals hier noch einfach nur raus wollte. Ja. Der Witz, haben wir eigentlich in der Mod allgemein jetzt noch irgendwas vergessen zu machen? Wir haben noch soweit alles mitgemacht. Wir haben die ganze Karte abgegrast hier von Viechern. Aber er hat ja wirklich gar nichts mehr gelebt am Ende. Vielleicht irgendwo noch ein Schmierhaus oder so, aber ansonsten. Eine Schmierlaus. Das ist die Schmierlaus hier, oder? Das Minensuchboote. Das Minensuchboot hier. Jede Menge Krempel rum, Mensch, das ist doch schön. Silberader. Duff, duff, duff. Wir fahren in den Puff. Wir kommen aus dem Minental und gehen direkt ins Bumslokal. Duff, duff, duff. Wir fahren in den Puff. Wir gehen in den Puff. In der Gothic Welt gibt es ja gar keine Züge. Aber Loren gibt's. Wo sind wir Lore gefahren? Warte. Ich glaube, irgendwo in der Gothic Mod sind wir letztens in die Lore gefahren. Wo war denn das? Nee, stimmt. In Ceres Rückkehr können wir. Die sind alle so weiter unten da, die Gegner. So, gehen wir jetzt zurück in diesen Gang und runter. Ja, Xeres Rückkehr, wie gesagt, war das. Ich glaube, wir sind falsch, oder? Da gab es Loren in diesem Schneegebiet da. In diesem elendig großen, sinnlosen Schneegebiet. Das kotzt, das Ding hasse ich heute noch. Das schreckt mich auch so ein bisschen ab, Xeres Rückkehr nochmal zu spielen, dieses Schneegebiet. Oh, wir speichern mal hier hin, da können wir auch hier runterhüpfen. Ja. Oh.
Da. Da. Alter, ihr habt sogar eine Meise, oder? Also das ist jetzt echt bescheuert. Ich meine... Warte mal. Wo hatten wir jetzt Lichtzauber? Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben. Wir nehmen sie jetzt einfach. Und dann können wir hier runterballern. Die Golems da oben regen mich auf. Warte mal, können wir so hier an Land direkt kommen? Wir plumpsen hier auf Gedeih und Verderb ins Wasser rein. Alter, ihr könnt doch die Golems hier nicht so scheiße hinstellen, Mensch. Aber ist natürlich keine unlösbare Aufgabe hier. Ja. Wer ist denn hier oben noch? Lächerlich, was willst du denn hier? Du hättest mir mal helfen können. Warte. Da oben zeigt mir noch, wird mir noch Erfahrung angezeigt. Wo ist denn die? Hier oben. Hier ist hier dahinter? Huh? Ach so. Hey. Naja, das ist... Man könnte drüber reden. Oh, hier. Da bist du ja endlich. Jo. Wie bist du zurückgekommen? Ich habe auf dich vor dem großen Tor gewartet. Ich habe einen Tunnel gefunden, den die Minecrawler gegraben haben. Ja. Scheinbar führt er zu einem steilen Abhang im Westflügel. Ja. Vielleicht hast du deshalb Kesse verpasst. Sie sind dir vor einer ganzen Weile gefolgt. Jetzt liegt es an kann uns, sie sein, zu finden. Ich ja. Das wurde ich sehen. Ja, sie sind tot. Ich habe sie getroffen, aber ich bin der Einzige, der es zurückgeschafft hat. Wie meinst du das? Was ist passiert? Kessel ist durchgedreht, als er gemerkt hat, dass er das Schwert nicht führen kann. Ich versuchte, ihn zu überreden, mitzukommen, aber er ist in der Gruft geblieben. Er hat gesagt, er müsse gründlich nachdenken und mehr Glauben in seinem Herzen finden. Er hat auch versprochen, uns einzuholen. Aber ich weiß nicht, ob wir auf ihn warten sollten. Ich kann es ihm nicht verübeln. Selbst ein Mann mit einem so großen Glauben kann nach all diesen Ereignissen zusammenbrechen. Wir können nur beten, dass es ihm gut geht. Er ist in einem Kampf mit sich selbst, den er allein gewinnen muss. Was ist mit dem Rest? Markus stürzte sich auf die Berge aus Gold in der Schatzkammer. Ehe wir uns versahen, war er hinter einer Tür aus massiven Stein eingesperrt. Es gab nichts, was wir tun konnten. Ich verstehe. Wir hätten unsere Gefährten besser auf diese Expedition vorbereiten sollen. Gier und mangelnde Vorsicht sind an einem Ort wie diesem der sichere Untergang. Hast du noch jemanden getroffen? Duster und ich versuchten, uns einen Weg durch die Tunnel der Crawler zu bahnen, welcher mit dem Gewölbe verbunden ist. Er hatte solche Angst, dass er in Panik geriet und allein in ihr Nest gerannt ist. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Angst ist ein mächtiger Gegner, sie lähmt uns und ermöglicht es unserem Feind, den finalen Schlag zu führen. Möge der Tod unserer Gefährten nicht vergeblich sein. Marvin, ich bin sicher, du hast alles getan, was du konntest, um sie zu retten. Dieser verfluchte Ort. Ja, wir hätten nie hierher kommen sollen. Die Legenden sind wahr. Jeder, der diese Hallen betritt, wird nur Tod und Leid finden. Was ist mit unserem Auftrag? Was ist mit dem Friedensstifter? Konntest du ihn finden? Die Legenden von Leid und Tod sind nicht nur wahr. Ich habe außerdem den Friedensstifter gefunden. Es hat funktioniert. Es gibt also Hoffnung. Vielleicht können wir den Prior endlich davon überzeugen, dem Rat und den Magiern des Klosters zu befehlen, den Wucherer zur Ordnung zu rufen. Bitte zeige ihn mir nur einen Moment lang.
Vorsicht, er scheint durch eine Art Magie geschützt zu sein. Kessel sagte, dass Adanos selbst entscheidet, wer seine Klinge führen darf. Er ist wunderschön und ganz anders, als ich es erwartet habe. Ein Artefakt von Adanos selbst in meinen Händen. Ich fühle den Wunsch, es selbst auszuprobieren und... Nimm ihn, wir müssen ihn so schnell wie möglich zum Rat des Wassers bringen. Wir sollten uns sammeln und von hier verschwinden. Wir haben, was wir wollten, wir sollten nicht noch mehr Leben riskieren. Ich würde aber gleich erstmal eine Pipi-Pause machen, aber wir machen erstmal. Was? Was? Im Westflügel sind plötzlich Felsbrocken. Im Westflügel sind plötzlich die Felsbrocken am Boden als Golems zum Leben erwacht. Ich denke, ich brauche dir nicht zu sagen, dass sie sich direkt auf mich gestürzt haben, um mir den Schädel einzuschlagen. Ich möchte gar nicht daran denken, was uns hier als nächstes angreifen wird. Die Magie des Fluchs, die über diesen Ort herrscht, ist extrem mächtig. Es ist gut zu wissen, dass nicht nur Steinstatuen, sondern auch gewöhnliche Felsbrocken uns umbringen wollen. Was ist in meiner Abwesenheit passiert? Du warst schon seit mehreren Stunden nicht mehr im Lager, also dachte Kessel, dass du vielleicht irgendwo festsitzt. Er hat zwei Leute mitgenommen und sie haben sich auf die Suche nach dir gemacht. Die Gänge rund um das Lager waren bereits geräumt, also haben wir die Gegend rund um das Lager abgesucht. Wir fanden eine Menge alter Aufzeichnungen und einige Wertgegenstände. Vieles war komplett mit Schutt bedeckt, aber die Spitzhacken haben gute Arbeit geleistet. Ich denke, das sollte eine gerechte Entschädigung für alle sein, die mit uns gekommen sind. Und natürlich als Geschenk für die Familien derer, die nie wieder das Licht der Welt erblicken werden. Familie? Der Frieden erwies sich jedoch als trügerisch, denn immer mehr Skelette sind aus dem Boden aufgetaucht. Die Untoten kamen, einer nach dem anderen. Wahrscheinlich hat das Finden des Friedensstifters sie alle erweckt. Ich fürchte, wenn wir nicht so schnell wie möglich von hier verschwinden, werden wir uns ihnen früher oder später anschließen und unsere Seelen hier ebenfalls durch die Gänge wandern. Oh. Meine Seele ist die ganze Zeit hier durch die Gänge gewandert. Warte mal, Ende. So, ich werde das mal speichern. Ich muss erstmal eine Pipi-Pause machen, bin sofort wieder da. So, da ist der wieder. Können wir jetzt hier rausgehen? Haben wir jetzt alles eingesammelt hier? Der Witz ist, hier hinten flackt noch irgendwo Gegner rum. Aber nee. Mir geht diese dunkel. Wir haben doch alles hier. Komm. So. Los geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nun, unsere Männer haben unermüdlich gearbeitet und die Brücke über den Abgrund sollte jetzt fertig sein. Sie sagten etwas davon, dass sie nicht ohne dich drüber gehen wollen. Du wirst mit ihnen reden müssen. Die Brücke ist fast fertig. Fast. So klebt fest, jetzt. Die Brücke. Guck mal hier. Sieh an, wer da aufgetaucht ist, unser großer Abenteurer. Du bist derjenige, der uns hierher geschleppt hat und du bist derjenige, der uns jetzt hier herausholt. Meine Idee war das nicht. Immerhin ist die Brücke fertig. Wir können jederzeit hier raus.
Niemand betritt sie, bevor du dich nicht vergewissert hast, dass sie sicher ist. Wir werden nicht mehr den Kopf hinhalten, nur damit du hier in deiner Ruine herumlaufen kannst. Tritt zurück, ich zeige dir, wie man es macht. Nicht so schnell. Wir werden nicht ohne die versprochenen Schätze von ihr verschwinden. Nimm diese Kiste. Wenn du die ganze Brücke mit einer beladenen Kiste überqueren kannst, können die anderen mit kleineren Sachen folgen. Könnt ihr mal verraten, wo ihr die Schätze so weit mehr habt? Ich wollte gerade drüber fletzen. Seht ihr, ich bin auf der anderen Seite gesund und munter. Eure Brücke ist stabiler, als ihr dachtet. Sammelt alles von Wert ein und lasst uns von hier verschwinden. Wie baut man eigentlich an der Stelle so eine Brücke? Wir müssen so schnell wie möglich zum Kloster und dem Prior den Friedensstifter übergeben. Was ist mit Kessel? Willst du ihn einfach so zurücklassen? Es liegt an ihm, ob er versucht zu entkommen. Du musst etwas verstehen, Marvin. Wir können nicht immer jeden retten. Egal wie sehr du es versuchst, manchmal liegt es einfach nicht in deiner Hand. Mal liegt die Entscheidung ganz bei der Person, die du retten willst, mal wird jemand ganz anderes entscheiden. Manchmal ist es einfach der Wille Adanos. Unsere Aufgabe ist es, zu versuchen, ihn in uns selbst zu hören und unser Bestes zu geben. Manchmal, aber nur manchmal. Gehen wir. Ja. Ach, du folgst mir jetzt. Warum ist denn der Arbeiter tot? Hä? Warin, war mit dir noch irgendwas? So, was hat er sich jetzt eigentlich reingeschrieben? Ich muss so schnell wie möglich durch das Tor nach draußen und zum Kloster der Wassermaien. Ja, na, dann wollen wir mal. Los geht's. Na? Ich sehe nichts. Ja. Ja. Wo sind denn meine Waffen schon wieder hin? Ich weiß nicht, was das für eine Taktik sein soll mit den Waffen, die immer wieder. Ja, hier. La 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 la. Absurd. Ladepack, Ladepack, Ulade, Ladepack. War jetzt wirklich Ladepack oder? Muss ich mich jetzt verarschen? Wie wär's, wenn wir das einfach mal versuchen? Genau deswegen ich bei ihm. Nachsehen, ob es noch mehr Untote auf dem Hof gibt. Hm. So. Was hat er sich jetzt hier recht bei sie? Was?
Erfüllte Mission. Rione haben das Gewölbe verlassen. Endlich. Und wo ist der Rest? Und ich rate, es ist wieder dunkel hier draußen, ne? Ja. Die Wolfssöhne? Was machen sie hier? So sieht man sich wieder, Marvin. Als du meinen Thronsaal das erste Mal betreten hast, wusste ich sofort, dass du keine gewöhnliche Stadtwache bist. Ich muss sagen, du hast mit deiner Expedition einen ganz schönen Wirbel gemacht. Ihr kennt euch? Worum geht es hier eigentlich? Warum hast du eine ganze Armee mitgebracht? Gute alte Wassermagier, sei versichert, dass auch ich ein Anhänger von Adanos bin. Dir wird kein Leid geschehen. Aber leider kann ich nicht zulassen, dass du meine Pläne durchkreuzt. Marvin, ich nehme an, du hast etwas, das mir gehört. Es wird Zeit, dass du es mir gibst. Wovon sprichst du? Willst du dich oder mich zum Narren halten? Keines der beiden Szenarien verbessert deine Situation. Ich denke, es ist offensichtlich, dass ich wegen der gleichen Sache gekommen bin, die dich an diesen Ort gebracht hat. Der Friedensstifter wird mir gehören. Ich werde ihn nicht geben. Es ist uns nicht gelungen, den Friedensstifter zu finden. Und darum verlässt du die Festung so in Eile? Ich weiß, dass du ihn hast. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du keine Aufgabe unvollendet lässt. Meine Miene und Jons Schicksal sind zwei gute Beispiele. Ich werde dir den Friedensstifter nicht geben. Lass uns durch. Du bist nicht in der Position, mir vorzuschreiben, was ich tun soll. Siehst du all diese Krieger? Du hattest die Gelegenheit, sie kennenzulernen, als du meine Festung besucht hast. Du weißt, dass sie die besten und loyalsten Krieger auf der ganzen Insel sind. Wenn du uns das Schwert nicht friedlich übergibst, wird es für dich und deine Freunde in der Festung nicht gut enden. Dies ist deine letzte Chance. Gib mir den Friedensstifter und ich lasse dich am Leben. Der Friedensstifter bleibt bei mir. Wenn dir so viel daran liegt, musst du dafür kämpfen. Es tut mir leid, dass du das so siehst. Leider habe ich im Moment keine Zeit, mich mit einem Kindskopf wie dir zu duellieren. Gerade in diesem Augenblick wird um das Schicksal der Insel gekämpft und du bist nur ein kleines, unbedeutendes Hindernis. Armbrustschützen. Ah. Das ist das, was ich in Mod so richtig verachte. Erst lassen die mir offensichtlich eine Wahl und zwingen mich dann aber doch neu zu laden und dann können sie diese Auswahl gleich bleiben lassen, wenn das eh so endet. Ja, wirklich. Ich meine, ich war schon bereit, hier notfalls hier mich raus zu teleportieren. Wir stehen ja auf dem Teleporterkreis. Ja, da hätte ich gesagt, hier, wir machen schnell hier den Teleporter auf und teleportieren uns hier raus notfalls. Und die kommen dann von hinten und holen die uns hier alle weg. So. Aber wir müssen leider dem das Ding geben. So, ich wollte es, ich habe es damals, glaube ich, oder hatte ich die Erfahrung, glaube ich, auch schon damals gemacht, dass wir hier nicht rauskommen ohne. Also ist ja, wenn ihr uns eine zwei Optionen hier lasst in der Gesprächsleiste unten, dann lasst uns aber auch die Wahl. Also mal ganz ehrlich. Das ist doch Schwachsinn so. So sieht man sich wieder, Marvin. Ihr kennt. Marvin, ich nehme an, du. Ja, der bleibt bei mir. Wie gesagt, es sieht wirklich aus, als nach einer Wahl. Wir könnten jetzt kämpfen, aber wir haben gerade gesehen, was passiert. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Hier ist der Friedensstifter. Ja, wir haben wirklich keine Wahl. Marvin, tu es nicht. Der Friedensstifter muss in das Kloster gebracht werden. Das ist die einzige Möglichkeit, die Magier nicht, dazu zu bringen, den Wahnsinn des Wucherers zu stoppen. Beruhige dich, Magier. Volker ist nur ein Bauer auf dem großen politischen Schachbrett. Seine rücksichtslosen und aggressiven Aktionen haben auf Acholos keinen Platz. Marvin, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Eine prächtige Klinge, die eines Inselherrschers würdig ist. Warum hat das Schwert dich nicht bis ins Mark eingefroren? Kessel hat seinen Versuch, es zu führen, nur knapp überlebt. Vergleiche mich nicht mit irgendeinem Knecht. Ich bin der Erbe von Wolfzack, der Anführer der Söhne des Wolfs und der einzige rechtmäßige Beschützer dieser Insel.
Mein Volk ist Adanos seit Jahrhunderten treu. Der Friedensstifter ist mein Schicksal. Du hast dich als nützlicher erwiesen, als ich dachte. Leider endet dein Abenteuer genau hier. Ich weiß deine Kooperation zu schätzen, aber ich kann nicht riskieren, dass du oder deine Gefährten meine Pläne in irgendeiner Weise durchkreuzen. Ihr werdet in den Kerker des Wolfs ausgebracht. Du wirst Nahrung und Getränke in Hülle und Fülle haben. Und wer weiß, wenn alles so läuft, wie ich es will und du dich gut führst, wirst du in naher Zukunft wieder das Licht der Welt erblicken. Bereit machen zum Abmarsch. Ihr holt alle anderen aus den Ruinen. Ihr werdet sie alle zum Kerker in der Festung bringen. Wenn sie versuchen zu fliehen, tötet sie. Warst du nicht derjenige, der runter in die Mine ist, um Jon zu holen? Ja, na und? Du bist der Grund, warum Jon tot ist. Du hast ihn dort kaltblütig ermordet. Nun, Bullig sagte, dass du in den Kerker gebracht werden musst, aber leider warst du dumm genug wegzulaufen. Richte den Wassermagiern, sie müssen von allen erfahren. Ich wollte die platt machen. Warte, wir speichern das erstmal. Die kann man für den. Wie bist du hierher gekommen? Wo ist Riordian? Was fragst du mich das? Er ist mit dir auf diese verrückte Expedition gegangen. Was ist passiert? Warum bist du hier plötzlich aufgetaucht? Die Korridore Vartals waren voller Untoter und Fallen. Nur eine Handvoll von uns überlebte. Was hast du denn von einer verfluchten Festung, die seit Jahrzehnten verlassen ist, erwartet? Solche Orte sind Sammelplätze der Schergenbelias. Was ist mit Kessel und Riordian? Sind sie auch tot? Sie leben beide. Oder zumindest taten sie es, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wir haben es geschafft, die Kapelle hinter dem Gewölbe zu finden. Dort, zwischen Bergen aus Gold und anderen Schätzen, wurde das legendäre Schwert Friedensstifter aufbewahrt. Ihr habt den Friedensstifter gefunden? Das ist unmöglich. Wir dachten alle, es sei nur eine Legende. Zeig ihn mir! Da gibt es ein Problem. Als wir die Ruinen verließen, wartete Ulrich bereits mit seiner Armee auf uns. Er verlangte nach dem Schwert und drohte uns alle zu töten. Wir hatten keine Möglichkeit zu verhandeln, da Dutzende von Armbrüsten auf uns gerichtet waren. Bei Adanos. Ulrich, damit hätte man rechnen können. Vartal ist die Festung der Wolfssöhne. Er wollte sicher nicht, dass Außenstehende die Ruhestätte seiner Vorfahren stören. Außerdem gehört der Friedensstifter durch das Recht der Nachfolge ihm allein. Aber eine Armee und Drohungen, das klingt nicht nach ihm. Ich habe ihn immer für einen ruhigen und gelassenen Mann gehalten. Aber all das erklärt nicht, wie du plötzlich in unserer Kapelle auftauchen konntest. Was ist passiert? Nachdem Kessel den Friedensstifter gefunden hatte, versuchte er ihn zu führen. Das endete nicht gut. Sobald er das Schwert erhob, schoss aus diesem eine eisige Welle heraus, die ihn schwer verwundete. Doch nicht nur sein Körper, auch sein Geist war gebrochen. Was meinst du damit? Kessel brach völlig zusammen. Er glaubte, er sei derjenige, der den Friedensstifter führen könnte. Er wollte Rache nehmen und der Insel Frieden bringen. Als er merkte, dass das Schwert nicht für ihn bestimmt war, sah ich die Leere in seinen Augen. Dieser Esel! Wie kann er es überhaupt wagen, zu hoffen, dass ein Sterblicher wie er in der Lage ist, ein Artefakt Adanos zu benutzen? Anstatt ein demütiger Diener in den Händen seines Gottes zu sein, brachte er sich durch seine Anmaßung selbst zum gleichen Ende wie sämtliche Fanatiker Enos und Belias. Riordian rettete mich. Ulrich hatte Männer zurückgelassen, um uns zu den Kerkern zu eskortieren. Diese Männer hatten jedoch andere Pläne. Sie zogen ihre Waffen und wollten uns angreifen. Riordian setzte im letzten Moment Magie ein. Und ich fand mich hier wieder. Er ist gerade erst Magier geworden und hat es geschafft, dich zu teleportieren? Adanos muss ihm in der Tat eine große Gnade zuteilwerden lassen. Hoffentlich half er ihm auch in dieser Situation und brachte Riordian in Sicherheit. Wo ist der Prior? Er muss wissen, dass das Schwert gefunden wurde. Er wollte ein Wunder und da ist es. Wie viele gute Männer müssen noch sterben, bevor ihr endlich eingreift? Der Wucherer muss endlich für seine Verbrechen bestraft werden. Der Prior kann dich derzeit leider nicht empfangen. Sein Gesundheitszustand hat sich gestern Abend erheblich verschlechtert. Er kann sich weder bewegen noch sprechen. Warum gibt ihr ihm nicht einfach die Panazee, die er von mir und Riordian konfisziert hat? Mein Sohn, ich fürchte, es ist ein Leiden, für das es keinerlei Heilung gibt.
Adanos hat ihn ohne Zweifel mit Langlebigkeit und guter Gesundheit gesegnet. Der Prior muss jetzt vor allem ruhen und es ist an uns, um die Fürsprache unseres Herrn zu beten. Eine letzte Frage. Als du über den Friedensstifter gesprochen hast, hast du eine Art Waage erwähnt auf der Route. Du hast sie nicht zufällig dabei? Wir haben wir. Barmherziger Adanos. Dieses Artefakt ist definitiv älter als die gesamte Festung Vartal. Ich muss etwas überprüfen. Marvin, folge mir! Ingolf, erklärst uns endlich, was es damit auf sich hat. Beende dein Gebet, Bruder, und komm in meine Kammer. Es sieht so aus, als stünden wir kurz vor einem Durchbruch. Ihr fliegt ein Fluggerät rum. Kapitel 6. Blut an den Händen. Ja. Wir sind in Kapitel 6, das letzte Kapitel von Archelos. So, Fackelträger hat ausgedient. So. Junge, Stufe gestiegen? Immer noch nicht. Wir ballern das dann in Stärke. Quatsch, können wir irgendwo noch Stärke lernen dann? Ich weiß es nicht. 25 kostet uns das. Das Ding ist aber, das Lernen, das musst du ja das letzte Mal feststellen. Den Gürtel und sowas wir anhaben, den auszuziehen, bringt nichts, um Gogo hier Lernpunkte zu sparen. Das wird schon ausgerechnet, also nicht berücksichtigt beim Lernen der Stärke. Möglich ist alles. Wir dürfen doch auch mal Haken schlagen hier, hä? Irgendwo unter meinen Büchern sollte sich ein Werk mit dem Titel Die Macht des Gleichgewichts befinden. Es ist viele Jahre her, dass ich es gelesen habe und ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Aber ich bin mir sicher, dass du etwas Nützliches darin finden wirst. Ich werde noch einmal einen Blick in die Lektüre werfen, die die Geschichte der Insel erzählt. Als ich von deiner Expedition erfuhr, begann ich aus Neugierde, diese alten Chroniken durchzusehen. Sie deuten darauf hin, dass die Wahrheit über den Friedensstifter ganz anders aussehen könnte, als alle angenommen haben. Schwarze Stunde. So, was haben wir? Wir haben wirklich nur noch die Hauptquests hier offen. Warte. Haben wir noch gescheiterte Quests? Nein, nur die Aufnahme und hier das mit der Petra am Anfang. In seiner Bibliothek? Wir können es nicht lesen. So. Ja. Hey du, Wachmeister. Ich hab dein Buch. Ja. Toll, zeig es mir. Erstaunlich, dass so viele Jahre lang niemand auf diese Idee gekommen ist. Wie konnten wir nur so blind sein? Doch, ist das hier das Zimmer, wo wir hier, genau, wo der uns geschrumpft hat, dass wir hier lang? Wirst du mich endlich aufklären? Anscheinend ist der Friedensstifter gar kein Schwert. Einen der Übersetzer der ersten schriftlichen Geschichte der Insel Acholos scheint ein Fehler unterlaufen zu sein. Im Originaltext heißt es, dass die Herrscher des alten Acholos den Frieden durch die Ahnenklinge und den Friedensstifter bewahrten. Der Friedensstifter ermöglichte es, den Kampfgeist in den Herzen der hartnäckigsten Gegner auszulöschen und wahre Gerechtigkeit und Gleichgewicht unter den Menschen zu schaffen. Das Wort und verschwand aus einigen Übersetzungen und spätere Studien und aufkommende Legenden bezogen sich auf die falschen Übersetzungen. So wurde über die Zeit aus der Ahnenklinge und dem Friedensstifter ein und dasselbe Artefakt. Überleg nur, wie viel epischer die Geschichte mit dem Friedensstifter als Schwert klingt. Zumindest ist das meine Theorie. Das würde zu deinem Bericht passen, Marvin. Kein Wunder, dass das Schwert und die Waage beieinander lagen. Für die Herren der Festung waren das wahrscheinlich zwei ebenbürtige Artefakte. Wie könnte eine Waage für Gerechtigkeit sorgen? Diese Waage ist kein gewöhnliches Messinstrument. Anhand der Informationen aus dem Buch schließe ich, dass diese Waage eine weitaus größere Bedeutung hat. Die Magie in ihr ermöglicht es dir, den wahren Wert von Dingen zu bewerten und zu vergleichen.
Mit einem solchen Werkzeug kann jeder Handel absolut fair sein. Stell dir vor, alles wie viele Konflikte auf diese Weise vermieden werden könnten. Viel Spaß. Der Autor des Buches erwähnt kein genaues Alter der Waage, aber er schätzt, dass das Artefakt aus alten Zeiten stammt, als unsere ganze Welt von ganz anderen Kulturen bewohnt war. Er führt aus, dass man damals schon an Adanos glaubte. Um den Ungehorsam seiner Anhänger zu bestrafen, erschuf Adanos eine große Flut, die alles unter sich verschlang und dazu führte, dass nur noch vereinzelte Relikte ihrer einstigen Pracht bis heute überlebt haben. Dieser Abschnitt klingt allerdings nach reinster Fiktion. Es ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass man die Aura von Adanos Gleichgewicht in diesem Artefakt spüren kann. Bist du dir da sicher, Ingolf? Wie gesagt, das sind nur meine Theorien. Aber alles deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil davon stimmt. Es wird out. Ich kann momentan ja, ich bin momentan handlungsunfähig auf der Twitch-Seite. Der Stream geht zwar, ihr seht's ja, aber ich habe mich ausgeloggt und ich muss mich über meine alte Telefonnummer, die nicht mehr existiert, einloggen. Ja, geht nicht. Ich habe jetzt die Änderung angefordert beim Support im Nachhinein, aber ich warte noch auf eine Antwort. So, die einzigen, die wirklich mal was machen können, sind hier meine Moderatoren. Ne. So, Wally? Ja. Das ist echt beschissen. Ich habe ja. Ja, das ist jetzt nicht gestern. Gestern hatte ich den ersten Stream, wo ich hier. Wir wollten hier die Sounds umarbeiten. Also über ein anderes System hier, über einen anderen Bot hier die Sounds reinmachen. Damit die nicht immer aussteigen. Weil wir hatten ja öfter das Problem, dass die Sounds hier hin und wieder aussteigen. Ja, die Sounds. Weil ihr gebt eure Kanalpunkte aus und die Sounds kommen nicht. Das ist blöd. Das wollten das ändern, so dadurch ist es halt passiert, dass ich quasi abgemeldet wurde im Chrome hier. So, bin aber nicht mehr reingekommen. Zwei Zonen-Authentifikation, diese eingebildete falsche Sicherheit von Twitch. So sicher, dass ich selbst gerade nicht raufkomme. Nee, das war doch Schrägstrich. Nichts Ausrufezeichen. Schrägstrich. Und ohne Ad. Auslöschen des Kampfgeists könnte sich auf das Eis beziehen, das aus der Klinge strömt. Ich habe genau dasselbe gedacht. Ich bin gerade im erfordert die Erforschung dieser außergewöhnlichen Waage jahrzehntelange akribische Untersuchungen. Nur dann werden wir mehr über das Artefakt und seine Eigenschaften wissen. Eines ist jedoch sicher, wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass die Waage in die falschen Hände gerät oder, noch schlimmer, wieder mit Schutt bedeckt und vergessen wird. Marvin, ich weiß, dass dir erst das Ahnenschwert abgenommen wurde, aber ich muss dich bitten, die Waage bei uns zu lassen. Ich habe keine materielle Belohnung, um dich zu entschädigen, aber ich bin mir sicher, dass Adanos selbst dir bei deinem nächsten Gebet für diese Geste danken wird. Ich will aber eine handfeste Belohnung hier haben, hä? Hier. Okay, nimm es. Hier, nimm es. Vor die Füße schmeißen. Oh. Leider kaputt gegangen. Erzmagier, verzeiht die Unterbrechung, aber ich habe eine sehr dringende Nachricht. Der Signalturm wurde entzündet. Ah. Was? Wie? Weißt du, was passiert sein könnte? Nein, Erzmagier. Als wir das Feuer und den Rauch sahen, kam ich sofort, um die Information zu melden. Das müssen wir uns ansehen. Aber Notgar, der Prior, hat ausdrücklich angeordnet. Ich bin mir seiner Anweisungen bewusst. Aber vergiss nicht, dass ich derzeit der Leiter des Klosters bin. Der Prior sagte uns, wir sollen auf ein Zeichen warten. Ich denke, davon hatten wir heute schon genug. Erst das Unwohlsein des Priors, dann die Entdeckung des wahren Friedensstifters und jetzt der Signalturm. Wer weiß, ob das nicht sogar die Orks waren, die versuchen, sich Silbach zu nähern. Marvin, du kennst dich auf der Insel aus. Und ich habe die Mauern des Klosters schon seit Jahren nicht mehr verlassen. Wirst du mich begleiten? Wo will der jetzt hin? Ich will noch meine Belohnung hier irgendwo einfordern. Werdet ihr endlich in die Geschehnisse der Außenwelt eingreifen? Ich gebe dem nötig zu du und viele der jungen Magier hatten recht. Zu lange haben wir uns in unseren sicheren Klostermauern eingeschlossen. Wir haben zugelassen, dass die Ungerechtigkeit auf dieser Insel überhand nimmt. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass Adanos will, dass wir hier die Ordnung wiederherstellen. Wird der Wucherer endlich Gerechtigkeit erfahren? Du hast mein Wort.
Wenn dieser Mann all der Vergehen schuldig ist, die du ihm vorwirfst, dann wird er der verdienten Strafe nicht entkommen. Notka, ich verstehe, dass ich dich nicht von deinem Plan abbringen werden kann, aber ich vertraue darauf, dass du es nur in Übereinstimmung mit Adanos Willen tust. Du hast jetzt das Sagen, und ich wage es nicht, dir Befehle zu geben. Aber bitte lass mich mit Marvin zum Signalturm gehen. Es ist eine Aufgabe, dich um das Kloster zu kümmern und die Magier für den schlimmsten Fall vorzubereiten. Wir können nicht riskieren, dass dir etwas zustößt. Ich hoffe, du wirst sie nicht benutzen müssen, aber nimm diese Heiltränke. Wenn du dich vorbereiten möchtest, findest du auf dem Klosterplatz die nötigen Gerätschaften und sogar ein paar Besucher, die wahrscheinlich gerne mit dir handeln würden. Ich werde hier auf dich warten. Aber beeil dich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Mit den paar Heiltränken soll ich die Welt retten. Ihr seid einfach veräffen. Jo. 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 Lebenselixier hier, das wäre mal was Schönes gewesen. Jo, wir haben noch nicht Level OP gekriegt. Ja, wir sind noch nicht Level 54. Das Blöde ist, ob wir hier Aloys Alter, nee, so ein Mädel ist ja erst 19, aber 20 im zweiten Teil. Es ist für alle schwer. Können wir schnorcheln gehen? Das Ding ist, wir haben hier natürlich, ich glaube, wir konnten uns das halt vorhin schon gesehen, die haben mir die Tore dicht gemacht. Wir könnten also jetzt nicht rausgehen und uns hier versuchen, zur Stadt zu teleportieren. Hier geht nicht auf. Nur um Handeln. Ich meine im Prinzip, wo können wir jetzt handeln hier? Wir können ja hier jeden Scheiß verkaufen jetzt, den wir haben. Ich bilde mir ein. Lass uns handeln. Wie ich gesagt habe, mögliches Finale. Wir stehen ja tatsächlich hier wie so gut wie vor dem Ende. So, wir könnten ja jetzt hier. Ich muss das manuell tatsächlich rübergeben, weil sonst frisst ja mir mein ganzes Inventar ja wieder auf. Ilses Hammer behalten, natürlich aus sentimentalen Gründen. Paladin 2-Händer, Interschwert. Ja, Schwerer 2-Händer. Oberrote Bedrohung, 150. Schädelbrecher. Ramses Axt, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Licht von Vardal. Keine Ahnung. Glänzendes Schwert. Können wir eigentlich auch alles verkaufen. Armbrust. Ja, wir haben unsere Armbrust, die wir brauchen. Wir speichern erstmal zwischen. So. Lass uns. Ja. Was haben wir noch hier? Amulette. Amulette Lebenskraft.
Das sind gibt es 120. Jo. Scheiß drauf. Ich habe so keinen Bock hier ewig zu handeln noch am Ende hier. Das Einzige, was ich eigentlich haben will. Ja, und hier. Könnt ihr die öffnen? Keine Ahnung, egal. Heiltränke. Hatte der jetzt Tränke hier? Nee. Aber das könnten wir, das ganze Gold, was wir jetzt hier rausgeholt haben, ich mach mal das hier, da finden wir die Leute leichter. Schneller. Heiltränke. Ich würde das ja komplett in Heiltränke umsetzen. Hey, du. Hör auf zu saufen. Ich rede mit dir. Mach den Scheiß zu. Dann scheiß ich doch rein. Lass uns. Ja, ich mach sowas. Ich scheiße in Trinkfässer rein. Genau sowas mache ich. Ich bin so einer. Ja. Unterrichte mich. Hey. Das ist doch nichts. Das ist es fast zu machen. Unter. Dann wollen. So, Bogen. Nein. Du wirst immer besser. Ja, halt der Maul. Wichser. Arschloch. Besser. Was? Glaube nicht, ich wüsste nicht von deinem Besuch in den Katakomben. Was? Du hast Glück, dass nichts Wertvolles fehlt, sonst hätte sich Notka persönlich um dich gekümmert. Ach, du willst mir jetzt drohen oder was? Bewachst du nicht den Eingang zu den Katakomben? Gerade bewacht ein anderer Magier die Tür. Wir wechseln uns von Zeit zu Zeit ab. Dort unten auf dem Gang zu stehen mag eine tolle Art zu meditieren sein, aber jeder braucht von Zeit zu Zeit etwas frische Luft. Sag das den Leuten in Vardal. Kann ich unterhalten? Du siehst für mich nicht krank aus. Aber so sei es. Aber für den nächsten Trank wirst du bezahlen müssen. Unser Klut. Halt doch die Fresse. Ja, ihr schenkt niemanden. Lass was. Uns handeln. Auch nicht dem Retter der Welt. Warum sollt ihr diesem Mann, der hier für euch alles macht, auch irgendwas schenken? Ist schon klar. Ja, ja, verstehe. Ja. Im Kloster fragen nach einem Geschenk, fragen im Kloster. Trank der Lebensregeneration. Was ist das hier? Elixier die Vitalität. Erhöht schon. Nee, brauchen wir das? Ich weiß. Erdaloe. Eine Drachenwurzel kannst du mir noch mitgeben. Einen Eisblock nehmen wir eventuell noch mal mit einem Monster trumpfen. Hast du Feuerregen zum Beispiel? Sonst hast du nur noch Scheiße. Genau. So, mit dir hier, Thorsten. Hallo Thorsten, wer war denn Thorsten? Thorsten? Was machst du denn hier? Jo. Marvin, ich könnte dich dasselbe fragen. Zufälligerweise bin ich zusammen mit Lokvar, unserem Dorfmagier, ins Kloster gekommen. Irgendwer musste dem alten Mann helfen, die halbe Insel zu überqueren, damit er seine Brüder treffen kann. Normalerweise würde er Markus, Oberstohn, bitten, aber die sind irgendwo verschwunden. Ich dachte mir, dass es nicht schaden kann, wenn ich ein wenig meine Knochen strecke und nebenbei auf dem Weinberg und in der Salzmine etwas von meiner Ausrüstung verkaufe. Vielleicht brauchst du etwas? Was hast du denn? Geschick, jemand irgendein Geschick. Heißt noch anders. So. Was ist das hier? 180. Unterdrücker. Zweierwaffe. Benötigte Stärke. Nee, wir haben eine Axt. Ich glaube, was Besseres waren wir von denen nicht kriegen, oder? Nö, dann kannst du mich mal. Aber dein Goldbeutel nehme ich mit. Danke. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, heißt. Leck mich im Arsch. Jo, wer ist hier noch? Nee, da ging es ja, glaube ich, weiter. Geht auch dicht, oder? Ich will ja raus. Ein Haufen Kuttenträger. Ist das alles hier? Keine Stärke, Leerraum, nichts, gar nichts. Wir können jetzt nichts mehr weitermachen. Mehr Optionen haben wir leider nicht. Ja, da würde ich mal. Ich würde mal aber mal einen großen Speicherplatz machen. 20. Nee, 19. Nee, was? Nee, keine Ahnung. Kapitel 6. Das war. Man muss eben YouTube, hatte ich jetzt mal ein YouTube-Video gesehen.
Da hat die junge Dame, die da gerade, die sollte auf Sächsisch sprechen, da sagt sie so, Sächsisch. So, und was stand in den Untertiteln oben drüber? Das ist ja, ich weiß nicht, was für eine KI die da benutzen bei YouTube. Da stand, als sie Sächsisch gesagt hat, also Sächsisch, auf Sächsisch sagt man Sächsisch. So, was stand da oben als Untertitel? Sex. Ja. Hey, lass uns gehen. Ja, die KI ist halt dumm. Dürfen wir es immer Sei noch? Vorsichtig, wir wissen nicht, was dort auf uns warten könnte. Folge mir und bleib in der Nähe. Dürfen wir? Doch, nee, bleib hier in der Nähe. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runterrennen will? Was machst du denn dann mit mir? Ich glaube, das wird sie nicht. Ich denke mal, hier wird nicht mehr viel Glück gekommen sein. So, der wartet ja noch nicht mal auf mich. Jetzt bist du dran. Oh. Das war's für dich, Ken. Hier mit der scheiß Armbrust. Scheiße, gehen wir direkt hoch. Können wir rein? Wir können auch nicht in die Türen rein, der macht die Tür nicht auf. Wir haben bloß die Möglichkeiten, uns hier das bisschen Zeug zu holen und dann wieder zu gehen. Lass uns. Sei vor. Jetzt bist du da. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das ist das wegen den Geducke hier, wegen dieser Meisterhalte. Jetzt bist du dran. Wechsel doch die Waffe! Mann. Ulrichs Männer würden sich niemals eine solche Willkür erlauben. Warum sollten sie einen Signalturm angreifen? Es sei denn, schnell! Wir müssen etwas überprüfen. Was denn? Warte, ja. Die Zeit haben wir auch noch. So, was los? Silbach sieht unversehrt aus. Ich kann die Stadt von hier aus nicht sehen. Wir müssen höher gehen. Wir müssen höher gehen. Wo ist denn der jetzt hingerannt? Nein, das ist unmöglich. Ulrich ist ein Mann der Ehre. Er würde so etwas nicht wagen. Was wird er nicht wagen? Die Sicht ist nicht die beste, aber wenn ich mich nicht täusche, liegt ein Lichtschein über der Stadt. Man kann sogar Rauchwolken sehen. Normalerweise würde ich denken, dass es nur ein Feuer ist. Aber diese Holzhöhne beim Signalturm, das kann kein Zufall sein. Ulrich hat die Stadt angegriffen? Das war eine perfekte Gelegenheit für ihn. Nach der Abreise des königlichen Abgesandten war die Stadt bestimmt ziemlich in Aufruhr. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich gehe zurück zum Kloster und hole den Rest der Wassermagier. Auch wenn es nur ein Stadtbrand ist, können sie unsere Hilfe gebrauchen. Flipper! Was? Warum sollte Ulrich Verrat begehen? Du sagtest, er sei ein Mann der Ehre. Weil er nicht glaubt, dass es Verrat ist. Er glaubt immer noch, dass die ganze Insel seiner Familie gehören sollte. Schon in seiner Jugend hatte er den großen Wunsch, sich von dem Joch der Myrtaner zu befreien. Wir dachten, er wäre mit dem Alter weiser und bescheidener geworden. Aber es scheint, als hätte er nur auf den richtigen Moment gewartet, um zuzuschlagen.
Als wir in Vata waren, ist er mit dem Großteil seiner Männer irgendwo hingegangen. Damals war ich zu sehr mit den Dutzenden von Bolzen beschäftigt, die auf meinen Körper gerichtet waren. Aber jetzt scheint alles zusammenzukommen. Ich kenne viele der Menschen in der Stadt. Wir müssen ihnen irgendwie helfen. Die Zeit spielt nicht zu unseren Gunsten. Aber ohne die verbliebenen Magier haben wir keine Chance gegen Ulrichs gesamte Armee. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie meine Gildenkameraden und Freunde von einem Verrückten ermordet werden. Ich gehe sofort. Dein Herz ist voller Sorge um deine Liebsten. Aber du musst ruhig und besonnen bleiben. Wenn du stirbst, hilft das niemandem. Dann muss ich noch eine Weile weiterleben. Indem ich still war und mich auf andere verlassen habe, habe ich meinen Bruder sterben lassen. Wer weiß, ob wir jetzt nicht weit von hier wären, wenn ich die Sache selbst in die Hand genommen hätte. Ich habe in meinem Leben schon genug Gefahren erlebt, die auf mich lauern. Eine weitere beeindruckt mich nicht. Boah. Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Oh, was ist hier geschehen? Was habt ihr getan? Ihr habt sie alle ermordet, so. Wollen wir das mal machen? Ihr habt doch gerade gesehen. Das lädt nämlich, das speichert nämlich schneller. Wollen wir jetzt mal euch mal die Illusion rauben? Wir rauben euch mal kurz die Illusion. Ja, ich bin's. Mehr mache ich nicht hier rüber, aber ja. Dieses Kapitel, diese Ecke besteht nur aus der Stadt. Ja. Mhm. Deswegen lädt und speichert das nämlich auch schnell. Da gibt es kein Kloster, da gibt es gar nichts, nur diese brennende Stadt hier. Ja. Müssen wir hier großartig noch irgendwas einsammeln? Ich glaube nicht wirklich. Du Sackträger! Deswegen ist zum Beispiel auch mein Haus versperrt. Du hättest nie. Einmal umfallen reicht bitte, ja? Ja. Dass er mir so viel Schaden hier jetzt reindrückt. Was ist das denn? Graysons Bekanntmachung. Was ist denn das? Wer hat das unsere Rekruten königlichen Garde Marvin? Hinweise soll so schnell wie möglich. Ach, die haben uns gesucht. Ja. Welche Stufe sind wir? Wir sind Stufe 54. No. Wer ist da denn hier? Wir brauchen uns nicht großartig beeilen jetzt, also ich so auf die auf den Tacho gucke und dann meine, ich meine in 3 Stunden, wir werden das ja innerhalb von 3 Stunden hier schaffen, oder? Also so ein Gehetze wie damals, ne, brauche ich jetzt nicht machen, Wasser immer. Hilfe, Joe, hilf mir doch jemand! Ich wollte gerade eine Stadt in Flammen. Die Holzwerker haben Herzschicks. Geschäft im Rhein. Ich muss ein paar Eimer Wasser. Ich hab doch gerade die Wassereimer. Mann, Alter. Wo sind denn die jetzt?
Danke. Vielen Dank. Was? Scheiße! Nichts wie weg! Ist hier noch was drin, was ich gebrauchen kann? Elixier des Lebens, das nehmen wir denn natürlich direkt mit. Ja. Ja, ich denke mal, wir werden halt fertig mit dem Spiel. Auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier. Wir machen halt fertig. Ja. Das Ding ist da, dass wir eine andere Ladezone ist als die eigentliche Stadt. Hm, na gut, okay. Also da kommen wir hierher nach Archolos mit dem Marvin. Na, auf der Suche nach Ruhe und Frieden und was ist? Wir müssen ja gerade hier zur Apokalypse hier auftauchen, na klar. Das hätten die auch mal irgendwo an einer Anschlagtafel oder so. Denn wo kommen die jetzt her aus Londram? Irgendwo anbringen können, dass hier gerade der Aufstand herrscht. Oh, die Hütte hier hat keine Tür, oder? Das ist ja von Frieda. 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 Ja, wenigstens hat diese Pfeile und Bolzen dabei. Frieda ist tot. Jetzt müssen wir ihr Geschäft übernehmen, aber jetzt keiner. So, hier liegt irgendwas rum. Armbrust der Wolfssöhne. Achso, den haben wir ja hier. Hä? Nö. Frieda, wir sind auf dem Marktplatz. Frieda ist tot. Oh. Ich meine, normalen Wolfssöhne hier, die sind jetzt nicht unbedingt ein Problem. Das Hauptproblem ist, man sind... Oh, weia. Gut, dass du aufgetaucht bist. Diese Bastarde haben uns überrumpelt. Die Leute des Wucherers arbeiten mit den Wolfssöhnen zusammen? Sieht ganz so aus, mein Junge. Ich habe keine Ahnung, wie sie überhaupt in die Stadt hineingekommen sind. Die Wachen am Tor schließen normalerweise beim bloßen Anblick von Fremden alle Durchgänge. Nicht einmal Ulrichs Männer könnten dieses Eisentor in wenigen Minuten durchbrechen. Weißt du vielleicht, wie die Situation im Rest der Stadt ist? Ich habe keine Ahnung. Kaum hörten wir die ersten Kampfgeräusche vom Tor aus, da hatten Volkers Männer uns schon eingekreist. Von den Läufern ist bisher auch niemand am Hauptquartier eingetroffen. Und das kann nichts Gutes heißen. Ob wir mit diesem Wissen weiterleben können? War der Wucherer bei seinen Männern? Nein, ich habe den Mistkern irgendwo gesehen. Ich glaube, seine Leute wurden von seinem Lakaien Breadlock angeführt. Aber ich habe ihn durch den Kampf aus den Augen verloren. Verdammt, Lorenzo! Schnell, mir nach! Jo. Erst hier suchst du Warten, mein Freund. Es ist natürlich schön, dass ihr mich hier aus der Kampfzone daraus ist dort. Kampfzone, ihr nehmt mit euren Dialogen, bevor der Feind überhaupt umgehauen wurde. Klasse. Danach wäre besser gewesen, aber nur mal na, so. Wen haben wir denn da? Wer hätte erwartet, dass du so viel Ärger machen würdest? Herr Volker hat mich persönlich beauftragt, ihn deinen dreckigen Kopf zu bängen. Na, bring mal. Erleichterst das mir die Arbeit, Bursche. Jo. Warum hast du Lorenzo getötet? Lorenzo hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Er hat ein Angebot bekommen, das er nicht hätte ablehnen sollen. Volker hat ihm einen friedlichen Ruhestand im Wohlstand angeboten, um seine Position zu übernehmen. Aber der Bastard war nicht bereit, sich zu einigen. Warum hilfst du nicht, die Stadt gegen die Wolfssöhne zu verteidigen? Du verstehst es immer noch nicht. Ulrich und Volker haben eine Abmachung ausgehandelt. Gemeinsam werden sie diese Stadt von den Myrtanern und all ihren Lakaien säubern. Sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet, um zuzuschlagen. Nein, ja, nicht Lorenzo. Jeder, aber nicht Lorenzo.
Was für eine Rolle spielt das noch? Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Ja, das werden wir mal sehen, mein Freund. Wir müssen erstmal klassischen Abstand hier halten gleich. So. Ich werde ihn heute noch holen und persönlich ausweiden. Du solltest endlich lernen, wo du hingehörst. Daran muss ich dich wohl erinnern. Yep. Oh Scheiße. Verdammter Brettock. Ich hätte ihn nicht eine Sekunde aus den Augen verlieren dürfen. Wie ein Feigling hat er sich angeschlichen und einen wehrlosen Mann ermordet. Die NPCs versauen mir meine ganze Taktik hier. Das ist alles das Werk des Wucherers. Brettlock ist nur sein Handlanger. Ja, ist nicht Lorenzo wichtig. Wird gerecht werden, zusammen mit all den anderen Opfern dieses Wahnsinnigen. Dafür werde ich sorgen. Wie ich sehe, hast du auch noch eine Rechnung mit ihm offen. Verdammter Bastard versteckt sich hinter seinen Marionetten. Wenn du ihn erwischst, sorg dafür, dass er einen langsamen und schmerzhaften Tod stirbt. Jo, machen wir. Kriegen wir hier. Ich glaube kaum, dass wir jetzt noch irgendwo großartig hier auf Erfahrung hoffen. Okay. Gucken müssen hier, ob wir eine Erfahrung für irgendeinen Umgehauenen kriegen hier oder nicht. Ich meine noch hier die 55 zu schaffen, das ist, wäre natürlich schön. Aber nicht mehr nötig, weil wo sollen wir noch großartig lernen? Klinge der Gerechtigkeit, was haben wir denn da? Ach, ein Rezept. Okay. Volkers Angebot. Unsere Interessen haben nicht. Ja, komm. Kein Bock. Ich dachte, ich habe jetzt keine Lust, die Zeit hier lange zu lesen. Ich muss hier. Warte. Aber wir haben Zeit, die Hütte hier auszuräumen. Hallo? War denn hier Ronja? War nicht Ronja hier? Bitte nicht Ronja. Ronja Räubertochter. Doch, die konnte wahrscheinlich fliehen. Oder sie hat sich hinter den Möbeln oben verbarrikadiert. So. Komm, wir machen jetzt natürlich nur Ronja-Sorgen. Wir haben die nie irgendwie hier. Irgendwie war die wichtig. Aber wir machen uns Sorgen um sie. Jo. Ja, dann haben die ein rotes Wasser. Komisch. So, gehen wir mal wieder raus hier. Warte mal, was liegt hier? Was denn hier? Was denn? Ein Wein. Stimmt, ohne diesen Wein mache ich nicht weiter. Ja. Na, warte. Ich werde aber nie als Feind angezeigt. Warte mal hier. Hier oben? Warte mal, wir gehen mal zurück. Da oben ist noch einer. Wo ist denn der? Was ist denn mit der Warteschlange passiert? Uiuiui. Hier hinten sind doch irgendwo welche. Der hat es nicht anders verdient, der hier baumelt. Ey! Eine Kaserne, ey. Auf diesem Weg werde ich nicht zu Bladen und zur Altstadt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ey, ist das nicht die Kaserne? Nee, das ist nicht die Kaserne, oder? Nee. Ach nee, stimmt. Nee, das ist doch der normale Weg hier. Ja, hier ist doch hier das Biergeschäft von dem Typen da. Warte mal, was ist denn das da für ein Einzelner? So. Ich gucke, will mal in die Kaserne reinschnüffeln, aber ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren. Ah, hier oben ist hier noch einer drin hier oben? Wir gucken mal hier. Die Warteschlange, die war ja das letzte Mal schon weg, als die Stadt noch nicht gebrannt hat.
Alter, die hauen aber auch drauf. Ja, ich meine, wir sind ja am Ende des Spiels. Ich meine, ist irgendwo nachvollziehbar. Wenn wir hier nochmal reinlernen könnten, wir könnten noch zweimal lernen, wir könnten unsere Stärke noch um 10 erhöhen, aber... Oh mein Gott. Hä? Was bist du denn? Halt, stopp! Bevor wir reden, muss ich diese Pfeile mitnehmen, die ich natürlich nicht brauche. No, ich will ihn aber haben. Halt! Ja. Marvin? Bist du das? Wir haben dich schon länger nicht mehr in der Stadt gesehen. Wo warst du? Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir ein andermal. Ich muss zum Wucherer. Wenn du auf ein Tor in der Kaserne gehofft hattest, das kannst du vergessen. Ulrich hat uns unter Octas Kommando losgeschickt, um zu den Feuermagiern durchzubrechen und sie in die Altstadt zu bringen. Unmittelbar nachdem wir losmarschiert sind, hat er das Tor geschlossen, um zu verhindern, dass Volkers Leute in die Kaserne eindringen, und ging selbst, um den Statthalter zu unterstützen. Warum die Altstadt? Weil dort Ulrichs Männer am stärksten zugeschlagen haben. Wahrscheinlich wollen sie den Statthalter ermorden, um die Macht an sich zu reißen. Was ist denn eigentlich mit meinem Haus? Ich möchte was mal sehen, ob mit Octav und den anderen passiert. Diese Bastarde haben uns angegriffen, sobald wir die Kaserne verlassen haben. Octav hat ein paar Bolzen abbekommen und ist tot. Da ich der Ranghöchste nach ihm bin, werde ich derjenige sein, der diese Jungs hier in den sicheren Tod führt. Oha. Für so etwas bin ich nicht der Stadtwache beigetreten. Ich auch nicht. Was? Ich helfe euch. Ich helfe dir, zu den Feuermagiern zu gelangen. Zusammen haben wir bessere Chancen, durch die Stadt zu kommen. Ja. Da du es bis hierher geschafft hast, schaffen wir es vielleicht, mit deiner Hilfe bis zu den Magiern vorzudringen. Hm. Gehen wir. Ach, ihr sollt mir jetzt folgen. Jetzt soll ich euch hier hinführen, oder was? So, na, kommt mal her. Können wir die irgendwie einzeln locken? Aber wir haben ja Begleiter dabei. Wir haben ja Kanonenfutter dabei. Also die Augen zu sitzen. Also, mit ihrer Armbrust, die sind echt ein Problem. Hör doch mal, die sollen mal aufhören zu schießen, Mann! Was macht denn ihr? Scheiß Armbrüste, alles andere ist scheißegal, aber die mit ihren Armbrüsten, die sind echt nervig. Alter, keine Chance. Das war's für dich. Da kannst du eine Rüstung anhaben wie noch ein Löcher. Sobald es einer zu viel ist mit den Armbrüsten, ja, dann ist es vorbei. Sind die wenigstens unsterblich, unsere Kameraden hier? Wir müssen herkommen hier. Das gibt's doch nicht. Weil die mit ihrem Geprügel ständig nach hinten drücken. Deswegen haben wir die nicht getroffen. Aber alle ausräumen müssen wir auf jeden Fall hier. Den Heiltränke, ob die vielleicht noch was dabei haben. Wer ist das denn hier? Kennen wir den? Nö, keine Ahnung. Ja, ich muss so speichern. Ich bin da paranoid. Verdammt, was ist hier passiert?
Haben sie sogar die Magier ermordet? Innos, gib uns Kraft. Wie sollen wir sie bekämpfen? Aber ziemlich eilig. Beruhig dich. Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ja. Aufgabe? Nichts kann dir noch helfen. Siehst du das nicht? Alle tot. Ich werde mich ihnen nicht anschließen. Für diese Feigheit musst du bestraft werden. Ich bin dein Kommandeur. So, dein Langschwert gibst du her. Dein Schnaps und dein Gold vor allen Dingen. Wir haben unserem Kameraden gerade Feige in den Rücken geschossen. Hallo? Jemand da? Können wir irgendjemanden ausräumen? Ich meine, ich bin untröstlich. Schnell, wir müssen nachsehen, ob einer der Magier überlebt hat. Was bist du denn? Nee, ich muss jetzt erstmal hier plündern. Jetzt wart's doch mal ab, Mensch. Alter, ich muss hier die Welt retten, da muss ich wohl plündern dafür. Ich brauch den Scheiß. Da oben hockt noch einer. Ah, der rennt jetzt hier hoch. Oh. Wer wird denn hier? Wie können diese gottlosen Männer es wagen, ihre Hand gegen die Diener von Innos selbst zu erheben? Was ist, meine Brüder, meine geliebten Brüder, auf so eine grausame Weise ermordet. Hat jemand im Erdgeschoss überlebt? Ja. Ich habe überlebt. Es tut mir leid, Tenka. Innos, hab Erbarmen mit uns. Wahrlich, die dunkle Stunde ist gekommen. Dann geh doch und bete. Was? Wir müssen so schnell wie möglich weiter und Roderich helfen. Ja. Sie kämpfen in der Altstadt zusammen mit dem Rest der Stadtwache gegen Ulrich. Wenn das so ist, lass uns gehen. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Ey, jetzt wartet doch mal. Alter, dass die hier immer so lospressen müssen. Genau deswegen verliert ihr ja auch die ganzen Kämpfe. Blöden NPCs, weil ihr immer vorrennt. Ich arbeite mit Bedacht. Ich arbeite mit Tic-Tac, Taktik. Deswegen geht das auch. Genauso wie bei Horizon, genauso wie bei jedem Spiel. Der NPC, der rennt rein wie so ein Vollidiot, beschwert sich dann, dass der hier umfällt. Wir müssen noch in der Kirche nachsehen. Sicher hat wenigstens einer der Gläubigen dort Schutz gesucht. Damit ich sie erschießen kann. Ja, super. Na gut. Lass uns hoffen, dass die Männer Ulrichs und des Wucherers es nicht dorthin geschafft haben. Soll nur einer von ihnen versuchen, einen Fuß in unseren Tempel zu setzen? Jo. In die Kirche. Jetzt mach ich platt. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Nimm diesen Schlüssel und versuche, von der Seite des Friedhofs hereinzukommen. Ich sehe mich auf dem Platz und in der Nähe der Kirche um. Ich meine, diese Geschichte hier weiter zu erzählen, also auch hier. Ich hasse das, wenn ich hier bei meinem Machen und Tun ständig hier irgendwie rausgerissen werde, indem ich angesprochen werde. So, guck mal hier. Das ist natürlich mit Armbrüsten, ich glaube ja. Ja, du triffst das Ding doch. Das ist typisch Gothic. Die ersten beiden Schüsse sitzen, aber den letzten und dritten dann, den wir wirklich brauchen, kannst du vergessen. Dann müssen wir weiter versuchen, weiter hinten. In der Hoffnung, dass meine Reichweite stärker ist, aber. Ja, macht euch mal nützlich. Ja. Der kommt immer noch mit seiner blöden Armbrust da. Können wir mal mit dem Geklimper aufhören?
Ach so, hier ist die Tür. Hallo. Für unsere Heuchelei und Treulosigkeit. Hallo, ich bin da. Hallo. Hallo. Betet, blöde denn Gläubige. Das Ende ist nah. Blöde Gläubige, ihr sollt helfen. Oh, verdammt. Sind nur die Geister, die sind schon tot. Es ist Zeit für Entschluss. Komm näher, mein Junge. Auch du kannst geläutert werden. Ich läutere dich gleich, du Pfeife. Wovon redest du da? Du verstehst es sowieso nicht. Geh weg und störe das heilige Ritual nicht. Du bist im Tempel Innos nicht willkommen. Kannst du dich mal beruhigen? Diese Leute müssen sofort in Sicherheit gebracht werden. Ich verstehe. Du bist ein Diener Belias. Ich werde nicht zulassen, dass du diesen heiligen Ort entweihst. Innos bestraft uns für unsere Heuchelei und Treulosigkeit. So, eine alte Münze. Jo, dankeschön. Ha, wir haben... Da bin ich stolz drauf, den Magier dazu gebracht zu haben hier. Die Bande hier. Ja, eiskalt, wir sind hier eiskalt unterwegs. Ja. Was sagen wir jetzt dem anderen? Das ist so ein... Der hat sich ja noch verdient, ganz ehrlich. Gerade der. Ist doch wahr. Hast du jemanden in der Kirche finden können? Trimegisto verbrannte sich und die Gläubigen. Was? Was hat dieser alte Verrückte getan? Er sagte etwas von einer Art Feuer und Reinigung. Bevor ich etwas tun konnte, waren sie alle tot. Armer alter Trimegisto. Seit so vielen Jahren hat er mit so vielen Problemen zu kämpfen. Was er heute gesehen hat, muss ihn völlig um den Verstand gebracht haben. Sein Tod ist umso schmerzhafter, weil sein Wahnsinn zum Tod von Unschuldigen führte. Aber wir haben keine Zeit, die Toten zu begraben und zu betrauern. Lass uns weiter zur Altstadt gehen. Jo, Hammer der Wolfssöhne. So ein Hammer der Wolfssöhne, der ist aber nicht unbedingt stärker als meine Axt, oder? Nö. Gut, gehen wir weiter. Idioten, ich. Gläubige. Idioten. Ja. Also hier im Spiel. Das sind die beiden, die falschen Inhalte verkauft haben. Jetzt wartet doch mal auf mich, Mensch. Alter, ich bin doch euer Held hier. Wir sind hier schon mal vorbeigekommen. Es könnte schwierig werden, durchzukommen. Ja. Wir können auch nicht durch die Kaserne gehen, weil das Tor von innen verschlossen ist. Siehst du die beschädigten Bretter im Lagerhaus? Nö. Wenn du sie mit einer Fernkampfwaffe treffen könntest, kannst du vielleicht... Ich hab grad keine dabei. Versuche, zur Kaserne zu gelangen und das Tor von innen zu öffnen. Ja. Wir werden in der Nähe warten. Wenn wir in 1000 Jahren, über 1000 Jahre, hier wahrscheinlich von hier aus gesehen, vielleicht 2000 Jahre in der Zukunft. Mit Aloy, wenn der einreißen können, dann können wir hier das erst recht. So. Also Horizon, Zero Dawn, Forbidden West. Ne, im ersten Teil war das ja nicht, das war nur im zweiten Teil. Ist hier noch irgendwas zu holen? Wo sind wir denn hier eigentlich? In welchem Raum? Maria trauert immer noch um Lorenzo. Ach, hier sind wir. Wir sind ja gar nicht in der Kaserne. Wann hatten die eigentlich? Ist so, genau. Hatten die eigentlich Armbrüste hier, oder waren das bloß die Wolfssöhne? Ich meine, von Volkers Leuten hier, die haben wir ja hier, die Kopfgeldjäger, die haben wir ja gejagt.
und getötet. Nein, Lorenzo. Überall Feuer, 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 überall Feuer. Hey. So. Kamen wir am Ende überhaupt in den Hafen? Ich glaube nicht unbedingt, aber. So, was macht ihr denn hier? Mach keinen weiteren Schritt, sonst Alter. Endest du wie sie. Sambor, ich bin's Marvin. Nimm das verdammte Ding runter. Marvin, was machst du denn hier? Ich dachte, sie hätten alle unsere Leute erwischt. Ich will aber nicht jeder unserer Leute. Ich will. Ich bin Warum besser. Hast du das Tor geschlossen? Es waren nicht wir, die es verschlossen haben, sondern Volkers Hunde. Ich ging ruhig in Richtung Kaserne, als ich plötzlich Unruhen am Tor bemerkte. Jo. Ich hatte gerade noch Zeit, unter dem sich schließenden Gitter hindurchzuspringen und zu bemerken, dass die Wachen in Blutlachen lagen und Volkers Männer dabei waren, den Durchgang zu verschließen. Ich zog meine Armbrust und schoss auf die Bastarde, aber sie verwundeten mich schwer. Einen Moment später hörte ich Kampfgeräusche aus der Kaserne. Aber in meinem Zustand konnte ich da nicht rausgehen. Die Männer des Wucherers haben die Kaserne angegriffen? Ich glaube schon nach dem, was ich gehört habe. Es hörte sich an, als würden sie ein kleines Tor mit einer Art Rambuck aufbrechen, aber ich zog es vor meinen Kopf unten zu halten, damit sie mir nicht den Rest geben. Wie geht es den anderen? Ludwig habe ich auf dem Weg getroffen, auch er schaffte es im letzten Moment hineinzukommen. Er hatte mehr Glück als ich, denn er wurde nicht getroffen. Ruth war zufällig während des ganzen Vorfalls am Tor. Wenn er Volkers Männer nicht für einen Moment abgelenkt hätte, hätten sie mir wahrscheinlich direkt den Kopf zertrümmert. Und ich habe dir schon von den Wachen erzählt. Hast du den Rest der Stadt gesehen? Ist es dort auch so schlimm? Es sieht so aus, als ob die halbe Stadt in Flammen steht. Aber nur die halbe. So, wie es einer Wunde geht, will ich nicht wissen. Ich kann kein Blut sehen. Ja. Es schaut nicht gut aus. Ulrichs und die Männer des Wucherers randalieren und ermorden die Bürger in der ganzen Stadt. Ulrich, was macht dieser Bilde hier? Innos, beschütze uns. Sowohl die Stadtwache, die Feuermagier als auch die Händlergilde verteidigen sich auf jeder Straße der Stadt. Wir werden diesen Angriff abwehren. Ich hoffe, du hast recht. Wie geht es deiner Wunde? Sie haben mich mit einer Armbrust getroffen. Zum Glück hat Volker nur Bauern rekrutiert, Scheiße. Die nicht einmal aus einem Meter Entfernung treffen können. Ich muss mich nur eine Weile ausruhen, dann geht es mir wieder gut. Wenn du zur Kaserne gehst, melde dich bei Roderich für mich. Ich hoffe, es geht ihnen dort gut. Ich werde mich hier noch ein bisschen ausruhen und dann auch dorthin gehen. Mach Marvin. Ja, lass dir mal alles erst auf mich schießen wollen hier. Ich bin euer Freund. Ich habe Blut für euch vergossen, hier. Ich hab Blut für euch vergossen. Hier, ich hab Blut. Guck mal hier. Guck mal ganz genau hin. Hier, da. Das Blut habe ich vergossen hier für euch. So. War das überhaupt einer von denen, die wir gerade... Ja, nicht direkt jetzt sehen, aber... so ungefähr. Waren das ja nicht die Butterschwestern? Hier, die Rama und die andere? Hallo, noch jemand da? Hallo? Rama. Hauptsache Rama. Wir lassen dich nicht unser Haus ausrauben. Hau ab! Rama, ich bin's! Marvin! Ich will... Immer mit der Ruhe. Rama! Die blocken besser als die anderen Leute da. Rama! Was soll das denn werden? Kennt uns doch. Ich habe so viele Sachen von euch genommen.
mit euch durchgemacht. Guck mal hier, Whirlpool. Nee, Schlammbad oder was ist das? Ey, jetzt kommt man wieder runter hier. Vater und Rama. Vater Abraham. Geht mal auf hier. Ey. Wie an hier? Hallo? Hallo? Ist eigentlich mal einmal aufgefallen, dass oben links die Zeit still steht? Da Hallo. Ist nichts zu holen. Ja. Hm. Ich wollte sie nicht, ich wollte sie nur ganz kurz antupsen, ob sie noch irgendwas merken. So. Das Gittergedrungene Rambok zerstört. Auch hier sind Feinde eingedrungen. Ich muss hier in den Rambok, ey. Können wir den hier ausräumen? Hat der irgendwas? Nö. Ja, mein Freund, du musst schon herkommen. So wird das nichts hier mit dir, ey. Er lässt sich auch nicht rauslocken, oder? Hey, warum wir den denn her? Wir kommen aber nicht mehr auf den 230. Scheiße. Ich wusste nicht, ob es noch eine stärkere Waffe gibt als hier. Egal. Ehrlich, ich wusste das nicht. So, wir brauchen unbedingt diese Jagdarmbrust hier, damit wir, wenn wir wirklich alle Stricke reißen, werfen wir mit der ganzen Armbrust. Wenn uns mal die Bolzen ausgehen. Aber die Bolzen können uns ja eigentlich nicht ausgehen. Guck mal her. Wir haben ja noch Ersatz. Die Bolzen gehen uns nicht aus. Da brauchen wir gar nicht. Ja. Gut, nee, reicht erstmal wieder. Wir haben 2000 Bolzen. Das dürfte ja wohl reichen für die Bande, oder? Ja. Oh, Roderich! Hallo! Wir brechen die Tür ein, ich sag's dir, hier ist dicht. Es gelang mir, den Platz von Ulrichs Männern zu räumen. Es waren nicht viele von ihnen. Es scheint, dass sie hier auf keinen großen Widerstand gestoßen und weitergezogen sind. Es sind nur ein paar Schritte bis zum Anwesen des Surerers. Aber vielleicht sollte ich mich in den Kasernen nach Überlebenden umsehen. Wie versprochen, muss ich auch das Tor für die restlichen Überlebenden öffnen. Ach so. Ja. So wie der Ducky, der würde ich am liebsten ihm in Bolzen zwischen die Augen jagen. Ich bin ja ist ja nicht so, dass ich gewalttätig bin oder Gewaltfantasien habe. Aber wenn die Magier so da und nur beten, anstatt irgendwas zu machen. Ich hatte schon fast Angst, du würdest es nicht hierher schaffen. Danke für dein Vertrauen. Haben Ulrichs Männer die Kaserne erobert? Ja. Nur vorübergehend, ich konnte den Platz räumen. Hier gibt es nicht viele Leichen. Sieht so aus, als würde der Hauptkampf woanders stattfinden. Gibt es Überlebende? Hast du die Kaserne schon durchsucht? Noch nicht. Noch nicht. Teilen wir uns auf. Vielleicht hat jemand überlebt und liegt verwundet da.
Habe ich gerade was in den Ohren oder hat er gesagt, teilen wir uns auf, dass er auch was machen will? So, wir fragen erstmal. Wir kennen uns ja in der Kaserne aus. Das ist ja quasi unsere zweite Heimat hier im Spiel. So, grobes Preiswert. Was? Mit dem Aufheben dieses Preis. Es scheint, als ob die Gebäude in Eile verlassen. Das Gebäude in Eile verlassen wurde. Hm. Schaffen wir noch Level 55? Hier ist niemand mehr. Hallo? Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo? Was? Hm? Ich kann hier niemanden finden. Ja, aber vielleicht finden wir den Besitz des jemanden, der hier wohnt. Wir finden nur zwei leere Betten. Ja, und Sturzflug. So, du, ja, du kannst vielleicht mitsuchen, du Affe da, ja, ey. Außerdem, jetzt bin ich hier, habt Helmpflicht, mein Freund, ja. Ab, Helm auf. Ende. Ich reiß dir die Rübe vom Stamm und pack dir in den Hals. Hm. Marvin, was tust du hier? Wo warst du, als Ulrich die Stadt angegriffen hat? Ich habe den Wassermagiern hier. Ich habe den Wassermagiern bei ihrer Expedition zu Wolfzacke geholfen. Wenn sie ihr Versprechen einhalten, Wolfzacke, sollten sie die Stadt bald erreichen. Wie ist die Lage? Wo ist Roderich? Roderich hat die meisten von uns versammelt und ist in Richtung Altstadt marschiert. Anscheinend hat dort der Hauptangriff des Feindes stattgefunden. Kaum war er weg, stürmten Ulrichs Männer durch das Seitentor in die Kaserne. Wir waren zu wenige, um den Platz zu halten. Wir mussten uns hierher zurückziehen und uns um die Verwundeten kümmern. Wir dachten, es sei nur eine Frage von Minuten, wenn sie versuchen würden, sich hier hineinzuschleichen. Aber es sieht danach aus, als mussten sie sich dem Hauptkampf anschließen. Hier. Weißt du irgendwas darüber, wo das Ganze angefangen hat? Jo. Ich habe den ganzen Tag im Lagerhaus verbracht. Alles, was ich hörte, waren Schreie und Kampfgeräusche, die von der Seite der Stadtmauern kamen. Augenblicke später gesellten sich Flammen und Rauch zu dem Tumult und es waren mehr Schreie zu hören. Meine Ohren dröhnen immer noch beim Gedanken an all diese entsetzten Stimmen. Als ich auf den Platz lief, erreichte uns gerade eine der Wachen vom Marktplatz. Er war blutüberströmt und hatte gerade noch genug Zeit, um mir zu sagen, dass Ulrich angegriffen hatte, dann starb er. Wie viele von euch sind in der Lage zu kämpfen? Roderich braucht vielleicht Hilfe. Ich denke, ein paar von uns könnten zur Altstadt gehen. Aber wir können die Verwundeten nicht einfach so hier lassen. Ich will nicht mehr daran denken, was passiert, wenn diese Wolfssöhne hier einbrechen. Brauchst du irgendetwas? Wir haben Waffen und Tränke im Überfluss. Solange kein größerer Trupp der Wolfssöhne zurückkommt, sollten wir klarkommen. Ich habe die Rekruten gefunden. Sie kämpften bis zum Ende. Verdammt. Das waren gute Männer. All diese jungen Burschen, abgeschlachtet. Und wofür? Für die kranken Träume von Ulrich? Jo. Ich muss jetzt weiter. Pass auf dich auf. Wir stecken sogar die Waffe weg. Jo, ich dachte, er verkauft uns vielleicht noch irgendwas. Das ist ja unser Unterhändler hier. Arvid? Sag mal, ist das. Arvid, geht es dir gut? Ja, ich wollte mich gerade auf den Weg zum Anwesen des Wucherers machen und diesen verfluchten Verräter zur Strecke bringen. In diesem Zustand kommst du nicht weit. Ich kümmere mich um den Wucherer. Verdammt, aber du hast recht. Roderich sagt immer, man muss wissen, wann man eine defensive Position einzunehmen hat. Hier, nimm das. Du brauchst es eher. Möge dieser Verräter den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde. Das hast du mir jetzt gegeben. Rang der Geschwindigkeit erhalten. Neuer Eintrag. Jo. Plunderjäger brauchen wir nicht mitnehmen, also. Vielleicht nur diese Kurzschwerter, Alter, komm auf. Ich muss jetzt weiter. Ja, ja, ist doch gut. Hey, du! War ich hier eigentlich jemals drin gewesen in der Hütte? Ja, unten rumstehen und hin und her gucken hilft dir nicht weiter, mein Freund. So, der hatte komische Art zu suchen. Der könnte Bandit werden, hier bei Horizon. Die suchen immer genau auch so eifrig wie der hier gerade.
Lennart versteckt sich zusammen mit mehreren verwundeten Stadtwachen in den Wurmquartieren. Gut, dass wir Wenn nachgesehen das der Fall haben. Ist, gehe ich sofort zu Ihnen. Sie brauchen vielleicht sofortige medizinische Hilfe. Was ist mit Roderich und dem Rest der Stadtwache? Tot. Sind sie tot? Yep. Nein, Lennart hat mir erzählt, dass Roderich und die meisten Wachen gegangen sind, um die Altstadt zu verteidigen. In diesem Fall sehe ich nach, ob jemand sofortige Hilfe benötigt. Versammle alle, die bereit sind, eine Waffe zu schwingen, und wir werden uns Roderich anschließen, um diesen Wahnsinn endlich zu beenden. Vielleicht solltest du mit mir und dem Rest der Wachen losziehen. Du kümmerst dich um die Verwundeten, ich mache den Weg frei. Bist du dir sicher? Wer weiß, wie viele von Ulrichs Männern auf dem Weg lauern. Entspann dich, ich komme zurecht. Möge Inos mit dir sein. Plündern und mordend. So, wo sind wir jetzt? Die Rekruten haben sich zum Schluss gewehrt. Hier, leider sind sie gefallen. Ja, Pech gehabt, waren sie keine Rekruten geworden. Am Anfang steht die Berufswahl. Der Wolfssohn. Warte mal, was denn jetzt? Wo will der jetzt hin? Hallo? So, wo seid ihr Bastarde? So, Altstadt, kommen wir in die Altstadt. Hier ist zu. Können wir den von hier unten? Verdammt. Keine Ahnung, ob das so vorgesehen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang gehen sollen. Langsam geht ein dieses Gejaule doch ein bisschen auf die Nüsse. Wer ist das denn? Wolfssohn? Da stand doch jemand mit Namen. Warte mal, greifen die uns direkt an? Da hier ist jemand mit Namen. Hallo? Was ist denn hier los? Kennen wir uns nicht irgendwo, ja? Marvin, richtig? Du bist ganz schön umtriebig. Ja, ich weiß, manchmal kann ich mich halt nicht halten. Wieso habt ihr die Stadt angegriffen? Bist du wirklich so naiv? Siehst du nicht, was die Myrtaner mit dieser Insel gemacht haben? Ulrich hat sich seit Jahren auf diesen Moment vorbereitet. Es ist Zeit, dass Achronos an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird. Die Insel und das Königreich werden von Orks bedroht und ihr bekämpft euch? Deshalb sollte die Insel unter Ulrichs Aufsicht stehen. Er ist der einzige Mann, der uns vor der Invasion dieser Bestien schützen kann. Ja. Morris, Lorenzo und Roderich sind ein Haufen selbstverliebter Verlierer. Sie denken an ihre Positionen und nicht an das Wohl der Insel. Wo ist Ulrich? Und was hast du von dieser Information? Du wirst sowieso gleich deinen Freunden aus der Stadt Gesellschaft leisten. Bevor du stirbst, will ich deine Neugierde aber noch befriedigen. Wenn alles nach Plan läuft, und das tut es sehr wahrscheinlich, wird Ulrich Roderich den Statthalter und die anderen Verräter dieser Insel hinrichten. Ich habe schon genug Zeit mit dir verschwendet. Jungs, schnappt ihn euch! Tja! Ach nee, das ist das. Das war das falsche Elixier des Lebens. Scheiße. Hey! Das war's für dich, Abschaum. Jo. Langschwert. Hast du wirklich geglaubt, dass die mich erholen können? Ich konnte erst nicht ganz deuten, ob das jetzt Griffe von Armbrüsten waren, da
oder ob das Schwerter waren. Wir gucken hier. Ja, die haben doch eigentlich keine Armbrüste hier, oder? Hat hier irgendjemand einen Namen? Hallo, ding dong, ding dong. Warte, warte, hier können wir rein. Schön. Denk wohl auch, ich lasse mir alles gefallen hier, ey. Jo, treten. Komm. Jo. Wo ist Alfred? Alfred. Hey, du. Hau ab, du verdammter Räuber. Ich werde nicht zulassen, dass du das Haus meines Meisters plünderst. Wo ist der Wucherer? Er ist nicht hier. Auch wenn du versuchst, mich zu töten, du wirst nichts aus mir herausbekommen. Sag mir, wo er ist, und es wird dir nichts passieren. Selbst wenn du mich tötest, ich werde mit keinem Wort meinem Meister in den Rücken fallen. Der Wucherer hat meinen Bruder getötet, er wird dafür bezahlen. Du versuchst, all das Böse auf dieser Welt auf diesen Mann zu schieben, doch du wirst mich mit deinen Lügen nicht täuschen. Töten oder weggehen? Der Wucherer ist für den Tod von Dutzenden von Menschen verantwortlich. Und du verteidigst ihn noch immer? Herr Volker ist der ehrlichste und ehrenhafteste Mensch, der jemals seinen Fuß in diese Stadt gesetzt hat. Er ist von euch Askeiern umgeben. Ihr träumt von seinem Reichtum. Auch wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann, werde ich mit einem Lächeln auf den Lippen mein Leben für den Meister geben. Töten. Du bist einer der Lakaien des Wucherers. Du verdienst nichts anderes als den Tod. Tu deine Pflicht. Im Gegensatz zu dir werde ich in Würde sterben. Ja, da verbrennt ein alter Mann. Wäre deutlich. Ja, was haben wir hier noch? Hier liegt noch was. Was ist denn das hier alles? Ein alter. Da will man mit den Leuten reden und was ist? Volkers angesenkter Brief. Im großen Bau schreibe ich diese Zeilen hier. Verbrennt die alle Notizen und Befehle in meinem Arbeitszimmer. Auch dieser Zettel hier. Ja. Ich muss kurz das F11. So, wir müssen. So, was machen wir jetzt? Ja, wir gehen hier wieder. Hä? Ich meine, wenn ich heute eher fertig werden sollte, hier passt ganz gut, da kann ich mit dem Kollegen dann noch vielleicht mal ein bisschen datteln gehen. Liebe Elsa. So, wir haben gerade eine Tür eingetreten. Warum können wir das nur hier? Jordian, du lebst? Es ist nicht so einfach, mich loszuwerden. Wie ich sehe, hat mein Teleportationszauber besser funktioniert, als ich erwartet hatte. Volker, hast du ihn getötet? Leider nicht, aber ich habe vor, das zu ändern. Er ist in der Altstadt.
Kannst du mir erklären, was hier los ist? Als ich versuchte, zum Kloster zu gelangen, sah ich die Stadt in Flammen. Oh. Ulrich und der Wucherer wollen die myrtanische Herrschaft stürzen und die gesamte Macht an sich reißen. Ulrich und Volker arbeiten zusammen? Es ist doch schlimmer, als ich dachte. Wir müssen Roderich finden, denn nur er wird wissen, wie wir den Angriff dieser Verrückten abwehren können. Wenn Volker gewinnt, ich will gar nicht daran denken, was mit dieser Stadt passieren wird und mit uns. Roderich und eine Handvoll seiner Männer verteidigen sich in der Altstadt. Dorthin haben unsere Feinde die meisten ihrer Kräfte gelenkt. Was ist in Wartal passiert? In einem Moment wollten sie uns töten und im nächsten war ich im Kloster. Als die Wolfssünde uns an die Kehle sprangen, habe ich eine Rune benutzt und versucht, uns beide zu teleportieren. Ich dachte, Runen können nur eine Person transportieren. Das habe ich auf denkbar unschöne Weise herausgefunden. Sagen wir einfach, der Zauber hat nicht so funktioniert, wie ich es erwartet habe. Das Wichtigste ist, dass ich an ihnen vorbeischlüpfen konnte. Wo sind die anderen Magier? Die anderen, sie sind wahrscheinlich noch im Kloster und versuchen für den Frieden auf der Insel zu beten. Ja, hast du vergessen, was der Prior ihnen bei unserem letzten Treffen gesagt hat? Der Prior ist schwer erkrankt. Nordgar hat die Führung im Kloster übernommen. Als er sah, was geschah, beschloss er einzugreifen. Der versprach, alle Magier zu versammeln und so schnell wie möglich in die Stadt zu kommen. Und in der Zwischenzeit hast du beschlossen, den Wucherer zu verfolgen? Ich habe zu lange gewartet, um Hilfe zu bekommen. Endlich habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Ja. Entspann dich, ich verurteile dich nicht. Adanus sei mein Zeuge, ich würde an deiner Stelle dasselbe tun. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Marvin, bevor wir gehen, muss ich dich noch etwas fragen. Was denn? Wenn du dich entscheiden musst, die Rettung der Stadt oder persönliche Rache, was wirst du wählen? Ja, die persönliche Rache natürlich. Ich räche mich an Volker auf, wenn von der Stadt kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Ich verstehe deinen Schmerz. Pass nur auf, dass deine Rache dich nicht auffrisst. In Ordnung, gehen wir. Ich verstehe die Frage nicht. Die Stadt war so schlecht zu mir. Warum sollte sie mich auch interessieren? Haben wir noch... Alles voller Tränke. Ja. Ein Trank hier zur Lebensregeneration. Den heben wir uns dann hier für Volker selber auf. Wer hätte das gedacht? Wie ich sehe, tauchst du immer dort auf, wo es Leid und Zerstörung gibt. Ist das alles eine weitere Verschwörung von dir? Wovon redest du? Was auf dem Weingut meines Vaters geschehen ist, war deine Schuld. Du hast meinen Bruder und mich gegeneinander aufgehetzt. Ich bin hierher gekommen, um einen Teil der Waren zurückzufordern, die das Weingut durch die Intrigen der Stadt verloren hat. Aber jetzt, wo du hier bist, wirst du auch für alles bezahlen. Bis. Danke. Wovon hat der Wicht gesprochen? Bin wieder angemeldet. Das ist schön. Nicht Tabi, ich grüße dich. Ich bin es nicht. Das ist der Witz. Du bist wieder angemeldet und ich bin es nicht. Ja, mir letztens kann ich dir dann morgen oder später nochmal erklären. Ich komme dann noch rüber. Ich werde wahrscheinlich heute eher fertig werden. Mal gucken. Dann machen wir vielleicht noch ein, zwei Runden. Nee, aber ich habe mich hier unfreiwillig ausgeloggt bei Twitch. Ich muss mich einloggen und muss das mit meiner Telefonnummer bestätigen. Aber mit meiner alten, die nicht mehr existiert. Ja. Ich habe den Fehler gemacht, mich einzumischen. Speicher oder leck mich. Ich habe den Fehler gemacht, mich in die Angelegenheiten dieses Weinguts einzumischen. Ich dachte, ich würde dazu beitragen, den Konflikt zu lösen, aber ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Manchmal ist es schwierig, den Willen Adanus zu verstehen. Bedeutet wahres Gleichgewicht, untätig zu bleiben und den aktuellen Zustand zu wahren? Oder ist eine Einmischung zur Wiederherstellung des Gleichgewichts eine gute Sache, auch wenn wir nicht den gewünschten Erfolg haben? Wie du siehst, sind sich sogar die Magier des Klosters selbst nicht sicher. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Das Schicksal von ganz Acholos steht auf dem Spiel.
Ja, die tragen Kleider, das sind trotzdem. Nee. Wenn wir da keine Minderheiten diskriminieren. Feige in den Rücken schießen! Geil! Tja. Also dafür ist der Speedmode richtig genial. Dafür feiere ich den Speedmode auf jeden Fall. Dieses mit der Armbrust. Zack, 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 zack. Ich wollte ausweichen, ja. Na? Ja, warum nicht er? Wir müssen heute einen Heiltrank saufen hier. Wir müssen wirklich die ganze Stadt hier umlaufen. Was ist denn hier? Was prügelt ihr euch eigentlich vor meiner Haustür? Das war's. Das war's für dich. Ah, du war aufgedingt. Level 55 noch geschafft. Ramsey. Aufrichtig. Ja. Stufe 55. Wir haben 61 Lernpunkte und können sie nicht ausgeben. Was ist mit dir los hier? Spinnst du? Du hast die Stadt verraten. Töten natürlich. Du hast die Stadt verraten, du verdienst den Tod. Du wirst jeder getötet. Ich bin dein Henker. Warte bitte. Nein! Ist geil. Was ist unmöglich? Sogar er war auf Ulrichs Seite. Wer war das? Weißt du, wen du gerade getötet hast? Ja, Ramsey. Ich hab seine Axt. Die hab ich verkauft. Einen Verräter. Ja. Du hast recht, Marvin. Ich kann es kaum glauben, aber Ramsey hat uns alle betrogen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Lage ist ernst. Jo. Was ist hier bei meinem Haus los? Puh, danke für deine Hilfe. Diese verdammten Verräter haben uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Wo ist Flipper? Was ist hier geschehen? Wir wollten das Haupttor verteidigen, als Ramsey mit seinen Männern aus dem Hinterhalt sprang und uns den Weg abschnitt. Ohne deine Hilfe wären wir jetzt tot. Wir müssen weiter. Kommst du alleine klar? Ja, ich muss nur meine Wunden versorgen. Dabi, du Stammtisch, haben sie dich jetzt ganz allein gelassen? Nur wegen CSGO? Ja, oder Counter-Strike 2 heißt das ja jetzt. Ja. Flipper? Flipper! Ah, hab Fliege gefangen. Das Blöde ist dieses Bild hier. Das ist verbuggt. Das hört nicht mehr auf, wir kommen hier nicht mehr raus. Das hatte ich damals schon. No. Zur Strafe, dass wir Flipper nicht verteidigen konnten, müssen wir das Spiel neu starten. Perfekte Scheiße hier. Kommen hier echt nicht raus. F11 können wir noch, oder? F11 könnten wir noch. No. Tja. So, ihr kriegt erstmal kurz den hier. Ich gehe mal über den Taskmanager. Trauer um Flipper ist so stark, dass das Spiel crasht. Ja. Scheiße. Wir versuchen das jetzt noch einmal. Ich weiß nicht, ob der sich da irgendwo was reinschreibt oder irgendwo reagiert darauf. Aber der Vorteil natürlich, dass wir nur das Stadtgebiet als Ladezone jetzt haben. Diese verdammten Bastarde machen voll nichts halt. Dafür werden sie bezahlen. Wir werden sie bezahlen. Ich werde mich rächen.
Ich mein Fuffi. Wir haben mein Fuffi geflippert. Wollen wir noch Äpfel fressen für einen starken Punkt? Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Scheiß drauf. Der eine starke Punkt, der macht uns jetzt auch nicht zum absoluten Terminator. Na, hier geht's ab. Es sieht so aus, als würde die Stadtwache noch immer kämpfen. Ich sehe weder Ulrich noch Roderich irgendwo. Das spielt keine Rolle. Wir müssen uns selbst helfen. Das spielt keine Rolle. Wir müssen uns selbst helfen. Du hast recht. Wir können sie nicht der Gnade der Wolfssünde überlassen. Hoffen wir nur, dass Adanos sich erbarmt und notgerechtzeitig hier ist. Machst du das gerade alleine? Ich kann weder Ulrich noch den Buben lassen. Immer mehr von ihnen. Wo kommen die alle her? Ich habe auch oben gar nicht gewohnt. Mussten wir die wirklich alle holen hier? Hier sind nur noch unsere Leute gerade. Ich bin auch nicht mehr vor der Wurzel rumzuspringen. Nest. Ja, ja. Hey. Barwin, es ist der Friedensstifter. Ulrich muss drinnen sein. So. Den schnappen wir uns. Dann machen wir fertig. Das habe ich mir gedacht. So, warte. Das ist immer dasselbe Lied. Immer und immer wieder. So. Ah.
Dafür haben wir die Tränke. So. Hey, dachte, du bist tot? Du hast mich besiegt. Beende es, lass mich wie ein Krieger sterben. Ein Krieger? Du bist ein Feigling und ein Verräter. Du hast die Stadt heimlich angegriffen, obwohl jeden Moment eine Armee von Orks eintreffen könnte. Hunderte von unschuldigen Menschen sind heute deinetwegen gestorben. Hast du mal darüber nachgedacht? Hast du an all die Bürger und Stadtwachen gedacht, für die diese Insel ein Zuhause ist? Ich wollte, dass die Insel in den Besitz ihrer rechtmäßigen Eigentümer zurückkehrt. Soll ich dich daran erinnern, wie die Mirtaner sie uns weggenommen haben? Ich habe meine Chance genutzt, alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Der Friedensstifter entschied und der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Das Unrecht, das den Söhnen des Wolfs angetan wurde, wurde gerecht. Du hast ebenso das Gefühl erlebt, wie es ist, wenn dein geliebtes Zuhause in Flammen aufgeht. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment sein sollte, wird er für immer in euren Herzen bleiben. Ihr habt euer Gefühl der Sicherheit für immer verloren. Ich weiß, dass du es tun willst, Roderich, töte mich. Du kannst hier und jetzt ein Urteil über mich fällen. Aber am Ende wird die Geschichte über mich richten. Töten? Was ist mit dem Wucherer? Wo ist der Wucherer? Wo ist der Wucherer? Er sagte, er müsse ein paar alte Freunde in der Altstadt besuchen. Ich vermute, dass er sie inzwischen alle kalt gemacht hat. Wenn er rechtzeitig gemerkt hat, dass wir verloren haben, wirst du ihn sowieso nicht mehr finden. Dieser heimtückische Geier ist wahrscheinlich schon auf der Suche nach einem neuen Kadaver, um aus diesem Geschäft herauszukommen. Was ist hier passiert? Warum sind alle eingefroren? All dies geschah mit der Hilfe des Friedensstifters. Es war seine Macht, die sie alle zu Eisklumpen verwandelte. Ich bereue es nicht. Diese Insel wird ohne sie ein besserer Ort sein. Wie gesagt, ich weiß noch, damals, also da hatte ich wirklich echt zu kämpfen mit ihm. Das war richtig ekelhaft. Ich will dich nicht verunsichern, aber das ist nicht der Friedensstifter. Wie meinst du das? Ich hielt es, als andere es nicht konnten. Sieh dich um, das ist alles sein Werk. Das Schwert ist alt und magisch, hat aber keine Verbindung zu Adanus. Hast du wirklich gedacht, dass der Gott des Gleichgewichts und der Gerechtigkeit durch eine Klinge symbolisiert werden könnte? Was ist dann das Artefakt? Das weiß niemand. Vielleicht hat es nie existiert. Oder vielleicht war es auch einfach nur eine alte Waage, die von einer uralten Zivilisation übrig geblieben ist. Das Wichtigste ist, dass weder du noch dein Schwert das Recht haben, über Gerechtigkeit zu entscheiden. Was ist mit dem Hafen? Warum habt ihr ihn angezündet? Was haben die ärmsten Leute der Stadt euch getan? Sind sie auch Mirtaner für euch? Das Feuer war nur eine Ablenkung. Wir wollten die Wachen und Wassermagier vom Bereich des Hauptangriffs weglocken. Übrigens konnten wir durch die Abriegelung des gesamten Hafens all die Unschuldigen retten, die ihr so lange ausgebeutet habt. Auch für sie habe ich diese Stadt befreit. Ich bin nicht das herzlose Monster, für das du mich hältst. Warum hast du die Stadt angegriffen? War der Wolfsbau nicht genug für dich? Du hattest dort alles. Du bist auch nicht von hier, Marvin. Wo ist dein Zuhause? Wurde es von Orks eingenommen? Oder konntest du einfach nicht mehr dort sein? Stell dir vor, wie ich mich fühle, wenn ich die Heimat meiner Vorfahren unter der Herrschaft dieser Diener Robas sehe. Jeden Tag träumte ich nur davon, mein Haus wieder in seinem alten Glanz erstrahlen zu lassen. Deine Vorfahren selbst haben diesen Waffenstillstand zugestimmt. Du bekamst Autonomie, deine eigene Festung und das Privileg, Erz abzubauen. Es war, als würde man in einem Käfig leben und nur die Reste essen, die man in einen Napf geworfen bekommt. Wenn du auch nur einen Funken Verstand hättest, wüsstest du, dass ein Wolf früher oder später die Freiheit will. Was hat der Wucherer mit all dem zu tun? Warum hat er dir geholfen? Hast du mal die Mauern der Stadt gesehen? Wenn ich sie durchbrechen müsste, würde ich mindestens die Hälfte meiner Männer verlieren. Also brauchte ich jemanden im Inneren, der uns den Weg hinein erleichtert. Es reichte ihm, etwas Silber und einen angenehmen Posten im Neunachrolos zu versprechen. Verdammter Volker, von Anfang an hat er uns alle getäuscht. Und wir? Wie Narren haben wir nach seinem Attentäter gesucht. Ich schätze, das war auch Teil des Plans. Marvin hätte hier wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber nein, das war nicht Teil des Plans, oder zumindest weiß ich nichts davon. Der sogenannte Ring des Wassers war für das Attentat verantwortlich. Das ist eine lange Geschichte, für die jetzt keine Zeit ist. Erledige du deine Sache hier. Ich kümmere mich um den Wucherer. Wir haben sogar ein Stück Mauer rausgebissen. Guckt euch das mal an hier links. Was ist hier passiert? All diese erfrorenen Menschen.
Ulrich, warum hast du das getan? So viele Jahre lang hielt ich dich für einen treuen Gefolgsmann von Adanos. Du hast Schande über dich und dein Haus gebracht. So habt ihr es also geschafft, meine Männer zu besiegen. Clever. Ich hätte nicht erwartet, dass der Prior euch aus dem Kloster lässt. Es tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe, Notker. Die Gerechtigkeit von der Adanos Sprach war mein Hauptziel. Er scheint sich mehr auf die Seite seiner Weißen in blauen Roben zu stellen, als auf die, denen im Laufe der Jahre tatsächlich Unrecht getan und die unterdrückt wurden. Halt endlich die Klappe! Du hast einen Staatsstreich zu deinem eigenen Vorteil und Ehrgeiz begangen. Versuche nicht, ihn zu rechtfertigen. Notker, wirst du ihnen helfen können? Ich sage das mit schmerzendem Herzen, aber es gibt nichts, was ich für sie tun kann. Es muss eine Möglichkeit geben, sie aufzutauen. Das Auftauen wird kein Problem sein. Die Sache ist, sie sind nicht mehr unter uns. Sie sind alle tot. Verdammt! Ich könnte dich hier und jetzt umbringen, aber ich werde mich nicht auf dein Niveau herablassen. Du wirst ins Minental verbannt und gräbst nach Erz, bis jeder Paladin in Notan eine magische Waffe hat. Du wirst selbst zur Macht von Roba beitragen und sterben, um deine Schuld gegenüber dem Königreich abzuarbeiten. Wir diskutieren hier und der Wucherer entkommt. Mir ist klar, dass du Rache willst, aber ich will, dass der Wucherer lebendig zu mir kommt. Verstanden? Wenn er sich wehrt, habe ich vielleicht keine andere Wahl. Ich will den Wucherer hier lebendig. Ende der Diskussion. Für den König. So, abspeichern. Und Pipi-Pause machen. Bin sofort wieder da, ich muss Urlaub. Da ist er wieder. So, ja. Ich speichere das nochmal groß hier, Kapitel 6. Ja. So. Wucherer. Ja, da wird es aber nicht was durch die Spitze, durch die Quickies hier oder irgendwas kaputt speichern. Dass wir hier vorher was hätten machen sollen. Kann ja sein, Notgar. Notgar, das wäre eigentlich ein Name für mich, aber da müsste man das IR durch ein I ersetzen, ne? Und dann noch ein L dranhängen. So, Ulrich. So, den habe ich töten hier. Ich glaube, das müssen wir nicht laden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der direkt dann weitermacht. So viel Leid und Zerstörung. Vielleicht wäre das alles nicht passiert, wenn wir nicht nach Wolfzacke gegangen wären. Wir haben die ganze Zeit versucht, Wir haben die ganze Zeit versucht, sie aufzuhalten. Das Entscheidende ist, dass die Stadt endlich sicher ist. Solange der Wucherer hier ist, wird sie nicht sicher sein. Wahrscheinlich hat er sich in dem Moment, als er merkte, dass er verliert, in irgendeinem Loch verkrochen. Sprichst du von Volker? Ja, bist während du denn? Des Kampfes sah ich diesen Verräter in die Kanalisation fliehen. Da. Yeah. Bist du sicher, dass es war? Meine Familie landete seinetwegen auf der Straße, während ich an der Front war. Ich werde diese dreckige Fresse niemals vergessen. Verdammt, mich hat ein Schwert erwischt. Du kümmerst dich um den Wucherer, ich kümmere mich um die Verwundeten. Viel Glück, Warwin, und möge Adanos mit dir sein. Er brennt dort übrigens ein Dach.
Was? Wir haben unser Wort gehalten. Hier sind wir. Adanos muss über uns gewacht haben, denn wie ich sehe, sind wir in letzter Minute eingetroffen. Ich möchte dir für alles danken, was du für unsere Insel getan hast. Wir werden sicherstellen, dass keine Feinde in der Stadt verbleiben. Hoffen wir nur, dass sie sich ohne ihre Anführer kampflos ergeben werden. Verfolge den Wucherer und möge Adanos mit dir sein. Jo. Jo. Jetzt müssen wir was gucken. Wo es in die Kanalisation ging. Ich glaube darunter. Das hatte ich glaube ich damals auch gesucht, die so ein Ochse hier. Das. Ne, wieso ist mein Lokationskarte aus? Wir wollen doch hier noch ein bisschen plündern. Wir wollen noch reich ins hier reich werden noch. Wir wollen noch als reicher Mann hier. Ja, aus Festland. Der königliche Gesandte ist übrigens abgehauen, ohne sein Versprechen einzuhalten, uns mitzunehmen. Wir quaken ja auch mit niemandem mehr, oder? Das hatte doch vorher. Rirol, hallo, die reden nicht mehr mit mir. Weiß nicht, was ich denen getan habe. Ich habe mir das schon gedacht. Davon lasse ich, ich würde dann nochmal auf den großen Speicherplatz speichern, bevor wir jetzt die Kanalisation betreten. Wo hast du das denn schon wieder? Ja, Käse. Ich habe endlich Käse. Habe ich heute eigentlich Käse gekauft? Ja, habe ich. Eine Stadt in Flammen. Der Wucherer muss versucht haben. Okay, los geht's. Bam. Ja, nochmal Ladezone, oder? Hast du noch eine Ladezone jetzt dazwischen? Was war das da unten? Warte. Moment! Auf die olle Schlampe da. Ei, wie die blöde Kuh. Damals habe ich sie hier vergöttert und wollte sie anbaggern. Wollte ihr 1000 Kinder machen, aber. Nö, diesmal nicht. Also. Was macht die denn hier? Ei! Was ist denn das hier? Alligator, stacheliger Alligator. Hey! Wer hätte gedacht, dass du deinem Tod so lange entrinnen würdest? Yo. Du bist einer von der sturen Sorte, das muss ich dir lassen. Du bist diejenige, die diese Leute im Wolfsbau auf mich gehetzt hat. Ja! Du musst verstehen, das war nichts Persönliches. Ich nehme das auch persönlich. Die Dinge wurden bei dieser Sache einfach zu gefährlich. Ich wollte nicht, dass sich alles gegen mich wendet. Was auch wahrscheinlich auch ihre Dödel gelöscht. Ich glaube, jetzt verstehe ich alles. Du warst der Dünne bei Jons Entführung. Du hattest Angst, ich würde mich rächen wollen, wenn ich herausfinde, dass du an der Entführung meines Bruders beteiligt warst. Nun, sieht aus, als wäre es mit der Geheimniskrämerei vorbei. Wie lange hast du gebraucht, um dahinter zu kommen? Als ich verstanden habe, dass der Glatzkopf dein Bruder war, dachte ich, es wäre sicherer, dich loszuwerden. Du hattest mehr Glück als Verstand, Kleiner. Aber so leicht kommst du hier nicht davon. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich würde alles tun, um von diesem Mann wegzukommen. Selbst wenn es darauf hinausläuft, ihm sehr nahe zu sein. Ich dachte, ich würde nie wieder frei von ihm sein. Aber endlich ist die Chance da. Ich kann es ein für alle Mal beenden. Rache nehmen, für was er aus meinem Leben gemacht hat. Für alles, was er mir angetan hat. Was hat er mit dir gemacht? Ich dachte, du arbeitest nur für ihn. Du denkst, ich habe dieses Leben gewollt? Betrug, Diebstahl, Mord. Mich mit Typen wie diesem Brettlock herumschlagen zu müssen. Ich habe sie verabscheut und verachtet. Ich habe Brettlock getötet. Du, Brettlock? Ich muss zugeben, du überraschst mich. Wenigstens wissen wir jetzt, dass selbst der treueste Köter dem Wucherer nicht mehr helfen kann. Weißt du, wo der Wucherer ist? Ich kenne ihn schon eine Weile. Er überlegt wahrscheinlich gerade, wie er zum Hafen gelangt und von dieser verfluchten Insel herunterkommt. Du hast diese Männer hier getötet? Ich wollte nicht, dass jemand mein letztes Gespräch mit meinem Boss stört. Der Wucherer ist jetzt ganz alleine, ohne jeden Schutz. Du hast zu Jons Tod beigetragen. Du hast zu Jons Tod beigetragen, dafür wirst du bezahlen. Du bist am Tod meines Bruders so schuldig wie der Wucherer.
Du hast einen unschuldigen und verletzten Mann in den sicheren Tod geführt und dann hast du mich für deine Zwecke benutzt. Als ich nicht mehr gebraucht wurde, hast du versucht, mich zu töten. Du stürzt in dieser Kloake genau wie Volker. Komm schon, zeig mir, ob du tougher bist als dein Brüderchen. Oh. Ah. Hm. Ah. So. Blöde Kuh. Es ist an der Zeit, deine Schulden zu begleichen, Volker. Glaubst du, ich erinnere mich an jeden Dummkopf, der meint, ich sei ihm etwas schuldig? Verkauf mich nicht für dumm, Volker. Du hast deine Männer geschickt, um mich zu töten. Zu deinem Unglück hast du nur unfähige Schläge angeheuert. Ah, du bist Roderichs Köter, der in Kessels Spiel hineingezogen wurde. Ich glaubte sogar schon, du könntest nützlich sein, als du mir bei der Suche nach meinem potenziellen Mörder geholfen hast. Wie auch immer, dieser Idiot Jon hat ins Gas gebissen, mit oder ohne deine Hilfe. Ich muss zugeben, dass das Eingreifen der Wassermagier unerwartet kam. Die Stadt gehörte praktisch uns. Aber diese verfluchten, fanatischen alten Männer mussten sich natürlich einmischen. Wie steht es um Kessels Gesundheit? Ich habe ihn nicht unter deinen Kameraden gesehen. Hatte er einen Arbeitsunfall? Ich habe gehört, dass du eine Art Expedition zu den Ruinen organisiert hast. Ulrich hat versprochen, sich darum zu kümmern. Aber deiner Anwesenheit nach zu urteilen, ist sein Plan nicht aufgegangen. Dieser Narr ist mir völlig egal. Ich will mich nur an dir rächen. Und du denkst, ich bin böse? Sieh dich doch an. Du bist das wandelnde Chaos. Lass mich raten. Deine private Rache rechtfertigt all die bösen Taten, die du bisher begangen hast. Ja. Sagt der Mann, der die halbe Stadt niedergebrannt hat, um an die Macht zu kommen. Macht? Junge, glaubst du wirklich, dass es um Macht ging? Es ging um Veränderung. Das Königreich von Lyrtana fällt. Wenn wir uns nicht davon lossagen, werden wir mit ihm untergehen. Man muss schon ein Narr sein, um das nicht zu erkennen. Wir schicken unsere Jungs, unsere Ressourcen und unsere Waffen, um einen König zu unterstützen, der ohne Verstand handelt. Er setzt zu viel Hoffnung in Magier und Erz, nicht in eine gute Taktik und eine echte Armee. Der einzige Weg, diesen Sturm zu trotzen, ist unabhängig zu handeln. Du wagst es also zu behaupten, dass du das alles getan hast, um die Insel zu retten? Ich weiß, dass du das selbst sehr gut verstehen kannst. Manchmal zwingt uns das Überleben dazu, Dinge zu tun, die grausam, aber notwendig sind. Hast du noch nie einen armen Menschen bestohlen, weil du dachtest, dass du das Brot nötiger hättest? Oder hast du vielleicht jemanden getötet, den du gar nicht kanntest, nur weil ein anderer ein paar Goldmünzen dafür geboten hat? Naja, ich hab die Worte schon lange umgebracht, aber... Was? Vergleich es nicht mit all den Morden, die du begangen hast. Nun ja, die rechtschaffenen Wassermagier, die euch zu Hilfe kamen, haben die Gegner lediglich befriedet, wie Adanos es befohlen hat. Wir sind nicht anders, wenn es um die Behandlung unserer Feinde geht. Dieses ewige Geschwafel, ich werde deinen Unsinn nicht weiter anhören. Ich werde mir diesen Unsinn nicht länger anhören. Du wirst dich für den Tod meines Bruders verantworten müssen. Bruder! Welcher Bruder? Du erinnerst dich wirklich nicht mehr an ihn? In diesem Fall möchte ich dein Gedächtnis ein wenig auffrischen. Ein so junger und starker Junge. Meinst du nicht, dass dieser Kampf ein wenig unfair wäre? Schließlich bin ich nur ein kränkender alter Mann, der sich um unsere Stadt sorgt. Ich habe eine Idee, wie man das Spielfeld ein wenig ausgleichen kann. Du hättest nie herkommen dürfen. Also, ich habe vergessen, den Trank zu saugen. Wo ist der? Wo sind meine Tränke? Hier. So viel zum Ausgleichen. Von mir aus. Wo soll hin?
Du. Du. Was soll ich mit dir machen? So, töten oder nicht töten? Da ist nichts, nichts zu holen. Klinge des Wucherers. Die Schlacht um die Stadt war gewonnen. Ulrich und Volker wurden aufgehalten. Die meisten Söldner des Wucherers flohen und verteilten sich auf der Insel. Die verbliebenen Wolfssöhne versuchten in einem letzten verzweifelten Sturm auf das Rathaus ihren Anführer zu befreien. Die Stadt war endlich sicher, ihr andere Bürger konnten jedoch von sich darauf konzentrieren, ihre Verwundeten zu heilen und alles Zerstörte wieder aufzubauen. Es dauerte viele Wochen, aber schon bald erstrahlte Acholos wieder in seinem alten Glanz. Doch nichts konnte meinen Bruder zurückbringen. Er würde für immer bloß einer von Hunderten sein, die Opfer von Volkers wahnsinnigen Plänen wurden. Einige Tage nach der Schlacht konnte ich ein symbolisches Begräbnis organisieren. Die Zeremonie fand in der Kirche der Feuermagier statt. Ich stellte den Grabstein in einen neuen, außerhalb gemeinsam des Friedhofs auf, der den Gefallenen in der Schlacht um die Stadt gesetzt und in das Minental gesandt, wo sie den Rest ihrer Tage damit verbringen würden, Erz für den König zu schürfen. Zum Dank für ihren Beitrag zur Rettung der Stadt und um das Artefakt zu schützen, wurde der Friedensstifter den Wassermagiern gegeben, welche ihn in den tiefsten Gewölben des Klosters verbargen. Volker ist tot. Niemand wollte in die Kanalisation hinabsteigen, um seinen Leichnam zu bergen. Das vom Wucherer über Jahre angehäufte Vermögen verschwand im Chaos, das der Schlacht folgte. Ein Teil fiel auch mir in die Hände. Ich nahm sein Schwert, um niemals zu vergessen, was er mir und der Stadt angetan hat. Nach der Ermordung der Stadtoberin durch Ulrich war Roderich die einzige Person mit vom König verliehener Autorität und folglich der wichtigste Mann auf der ganzen Insel. Lorenzo lehnte Volkers Angebot ab und blieb der Stadt gegenüber bis zum Ende loyal. Leider bezahlte er dafür mit seinem Leben. Nach seinem Tod verlor die Gilde schnell an Bedeutung und zerbrach nach internen Konflikten in der kleineren Handelsorganisation. Übernahm Avid seine Position und ist nun für die Neuzugänge der Miliz zuständig. Von Rodericks heldenhafter Verteidigung der Stadt inspiriert tut er alles in seiner Macht, für seine stehende, um sicherzustellen, dass Silberhall keinen Mangel an Rekruten hat. Dank seiner geschickten Verwaltung der Bauernhöfe und den Vorräten des Dorfes begann für Silbach eine Ära großen Wohlstandes, während in der Stadt der Bedarf an Lebensmitteln groß war. Der Frieden in Silbach war fürchtig. Einige Monate nachdem die Bestie erlegt wurde, starben weitere Menschen unter mysteriösen Umständen. Nach dem Tod des letzten Erben wurde das Valerio-Weingut von der Stadt übernommen. Die Weinreben wurden zerstört und stattdessen Getreide angebaut, um die Hungersnot in Acholos zu bekämpfen. Die Schurkenbucht wurde nicht mehr neu besiedelt. Sie wurde langsam überwuchert und wieder ein Teil des Sumpfes. Prior Regen starb in der Nacht, in der die Schlacht um die Stadt begann. Notgar wurde als sein Nachfolger gewählt und von allen als Retter der Stadt gefeiert. Er lockerte Regens Bestimmungen, welche die Einmischung von Magiern in die Geschicke der Insel einschränkte, versprach aber auch politische Neutralität. Riordian wurde nach Vengard gesandt. Dort sollte er als einer der Hofalchemisten arbeiten und andere Magier bei einem mysteriösen Projekt unterstützen. Ohne ihre Kriegsherren waren die Orks nicht in der Lage, einen Angriff auf die Stadt zu starten. Der erbitterte Widerstand, der sie auf Acholos erwartete, zwang sie schließlich zum Rückzug auf andere Inseln. Anna blieb in der Stadt und entschied, den Rest ihrer Tage der Pflege der Kranken und Bedürftigen zu widmen. Fabio bekam, was er von Anfang an verdient hatte. Kasim hatte Glück, denn es gelang ihm, vor der Schlacht um die Stadt von der Insel zu fliehen. Ulrich
Ruperts Kochkünste trafen auf so große Begeisterung, dass er irgendwann sein eigenes Traumgasthaus eröffnete. Timo konnte den Anblick des Gemetzels auf den Straßen nicht ertragen und lief davon. Da er auf der Insel keinen Platz für sich finden konnte, begann er schließlich mit dem, was man ihm anfangs zu Unrecht vorwarf. Leider konnte ich nicht herausfinden, was den anderen zugestoßen ist, die mit mir auf dem Schiff hierher gekommen waren. Ich will, dass ich das so überschneide teilweise. Ich habe Kurt nie gefunden. Niemand am Hafen hat gesehen, wie er die Stadt verlassen hat. Aber ich bin mir sicher, dass der Halunke Ärger witterte und sich aus dem Staub gemacht hat. Ich bin gerade fertig geworden mit Archelaus. Sie hat nicht nur meinen Bruder entführt und mir Mörder auf den Hals gehetzt, sondern dachte auch, dass sie das Recht hätte, sich am Wucherer zu rächen. Ivy war nichts als eine egoistische Mörderin und Betrügerin. Zum Glück würde sie nichts Böses mehr tun. Aber ich bin mir sicher, dass er auch jetzt in irgendeinem Keller über Laborwasserflaschen grübelt und an einer bahnbrechenden Entdeckung forscht. Volkers Männer schafften es nicht, mein Haus vollständig zu zerstören, und nach ein paar Wochen konnte ich das Leben in meinen eigenen schönen vier Wänden wieder genießen. Jo. Mein Hund verteidigte das Haus bis auf den letzten Blutstropfen. Obwohl wir uns nicht lange kannten, bin ich froh, so einen treuen Freund gehabt zu haben. Mein Flipper ist tot. Roderich und Riordian beschlossen, die Verwirrung der Wolfssöhne auszunutzen und sofort zum Sturm auf Wolfsacke überzugehen. Dank des Überraschungsmoments konnten sie die Festung in kürzester Zeit besetzen und die Mitglieder der Expedition nach Vartal befreien, die dort gefangen waren. Der Wolfsbau wurde von der Armee des Königs erobert und dann von einem wütenden Mob dem Boden gleichgemacht, um für die Zerstörung der Stadt Rache zu üben. Ihre Gefangenschaft in der verfluchten Festung änderte die Leben aller Mitglieder der Expedition. Wer Vartal wieder verließ, war nie wieder derselbe. Sturm wurde am schlimmsten getroffen, obwohl es sich nicht gleich zeigte. Er verfiel dem Alkohol und schlug eines Tages den Schädel eines anderen mit einem Schmiedehammer ein, schreiend, dass diese Person ein verfluchtes Skelett sei. Riordian und ich errichteten zum Gedenken an die Gefallenen ein symbolisches Grab nahe der Brücke zur Festung. Das Gold und die Wertgegenstände, die darin gefunden wurden, reichten aus, um die Überlebenden angemessen zu entlohnen und die Familien derjenigen zu entschädigen, die nicht überlebten. Kessel hat die Gewölbe Vartals nie wieder verlassen. Während wir im Untergrund festsassen, verließ Gräßen die Insel mit seiner Garde und den Steuern, die er eingenommen hatte. Er verabschiedete sich von seinem Posten, sobald er Vengard erreichte. Der König und die Adligen befanden ihn des Fehlverhaltens für schuldig, durch das der geplante Aufstand auf Achrolus nicht entdeckt wurde. Offenbar hat er kurz vor seiner Abreise versucht, mich zu finden, um mich wie versprochen mitzunehmen. Ja, das haben wir gefunden, den Brief. Und was ist mit mir? Nach der Schlacht um die Stadt lebte ich noch einige Monate auf Achrolus. Leider sahen immer mehr Menschen in mir eine Bedrohung für ihre Pläne, ihre eigene Macht auf Achrolus zu mehren. Ehe ich mich versah, stand ich im Rathaus. Ich wurde beschuldigt, mit Ulrik und Volker gemeinsame Sache gemacht zu haben. Schließlich habe ich vor dem Angriff für beide gearbeitet. So grundlos die Anschuldigungen auch waren, die neuen Vorschriften waren eindeutig. Jeder Kollaborateur der Wolfssöhne und des Wucherers, der sich nicht freiwillig stellte, musste verurteilt werden. Roderich hatte keine Wahl. Vor den immer mächtiger werdenden Entscheidungsträgern der Stadt unter Druck gesetzt und mit einer manipulierten Menschenmenge aus dem Hafen vor sich, wollte er die Ordnung bewahren. Und Riordian war in Vengard und dort in einem Unternehmen mit anderen Magiern eingespannt. Nutgers Hände waren durch sein Neutralitätsversprechen gebunden und Gräßen bedeutete nichts mehr. Ganz seitdem er seine für die Menschen von Achrolus getan hatte, hatte ich niemanden, um mir zu helfen. Ich stand alleine vor den wütenden Bürgern, die einen neuen Sündenbock brauchten. Nur mein früherer Dienst für die Stadt bewahrte mich vor der Hinrichtung und erlaubte mir stattdessen das Exil im Minental. Nach altem Brauch erlaubte Roderich mir als Geste des Respekts, die Klinge des Wucherers zu behalten. Und so bin ich letztlich hier gelandet. Werft den Anker! Sieht aus, als wären wir da. Entspann dich. Alles wird gut. Der Name ist Skor. Thank you.
der Irre! Das war Archelaus. Ja, ja, der Name ist Scar. Und das Schwert ist natürlich, ja, Scars Schwert. Ja. Das war das zweite Mal Archelaus. Diesmal als Stadtwache. Und dieses Mal nicht unbedingt unterlevelt wie das letzte Mal. Hat mir gefallen. Das war ziemlich einfach am Ende jetzt. Und diesmal haben wir auch die Entscheidung gegen Ivy getroffen. Das letzte Mal saßen wir mit Ivy am Lagerfeuer. Am Ende. Ich hoffe, man hört mich trotz der Musik auch. Ich will nicht alles wieder schreien. Ja. Da muss ich ja jetzt auch die Einsequenz ins Bundle installieren langsam, ne? Ich muss es mal über jemanden hier schreiben gerade. Wo haben wir den Kollegen? Ja. Wie gesagt, das ist wirklich ein Unterschied, ob man wirklich ganz gemütlich spielt, alles mitnimmt oder ob man durchrast, wie ich das damals mehr oder weniger gemacht habe. Gott, ist das laut, Mann. Hier ist Escape-Trick, um das leiser zu stellen. Dann ich kann das für mich jetzt leiser stellen, ja. Hört man mich noch anständig wegen der Musik? Gib mal bitte Meldung. Ich will jetzt nicht Escape drücken und die Musik hier runter, dann ist das Ending weg. Und ich habe das Ending ja immer gern drin. Nee, also. Ich fand's. Archelaus ist einfach mit die beste Gothic 2 Mod. Kannst du sagen, was du willst. Es ist ja ein richtig eigenes Spiel hier. Also auf Basis, also auf technischer Basis halt von Gothic 2. Aber so an sich die Geschichte, es ist nicht überpowered. Du hast deine Anfangsgegner, du hast deine Anfangsquest, mit denen du arbeiten kannst, die du auch schaffst. Und so, das ist auch für Einsteiger, du hast keinen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Das ist wirklich wie ein weiteres, ja, besseres Gothic 2 eigentlich. Die Stadt sieht schöner aus jetzt als, ist auch belebter als das Gothic 2 Corinnes. Naja, die Geschichte mit dem Bruder hier, die Beweggründe von dem Marvin hier. Also. Kann man eigentlich überhaupt nicht meckern. Also, kann ich eigentlich jedem empfehlen. Und das kann man eigentlich auch spielen jetzt, ohne jetzt Gothic 1 und 2 oder 3 oder vorher gespielt zu haben. Kann man eigentlich so sagen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Man muss nicht unbedingt jetzt Vorkenntnisse haben. Weder vom Kampfsystem her, das wird ja also mehr oder weniger eigentlich auch eigentlich mit erklärt soweit. Also das Ding hier, die Mod, die Welt ist wunderschön aufgebaut, alles, das hat alles irgendwo. Weil viele, ich sag mal hier Thema Returning, viele sind ja inzwischen der Meinung, dass man jetzt ein Gothic-Spiel besser macht, indem man schwerere Gegner reinbringt. Das ist absoluter Schwachsinn. So, sowas hier hebt den Wert von Gothic natürlich enorm an, dass wir halt die neue Quests, die ordentliche Geschichte und alles zu spielen haben. Wir können uns in der Welt wohlfühlen. Wir können unsere eigene Meinung mitnehmen, ob wir das jetzt so, sage ich mal,
annehmen für uns, dass uns hier ständig nicht geholfen wird oder ob wir jetzt hier diesen Adonis-Glauben oder so teilnehmen im Spiel, muss jeder für dich selber dann mitnehmen. Ja, die Story ist und die Vorgeschichte. Bringt eine Verbindung zu Gothic 1. Ja, ja, das ist ja ein Prequel. Das soll ja eine Vorgeschichte zu Gothic 1 sein. Der Marvin ist ja, wie Kito gerade geschrieben hat, der Scar. Den wir ja aus Gothic 1 aus der Burg kennen. No, aber ich habe ihn so die Wahl genommen, den Scar. Ich weiß, dass er existiert, aber ich habe dem jetzt nicht hier irgendwelche Besonderheiten. Halt einfach da, den PC wir dann auch irgendwo in der Burg. Dass man sich jetzt den Scarlet quasi rausnimmt, um hier daraus hier den Marvin zu stricken, hier die Geschichte bei. Oh mein Gott, da bin ich. Was wir hier allerdings auch nicht hatten durch die Stadtwache, das ist die Geschichte mit dem Bloodwind hier. Die geht uns durch die Stadtwache natürlich ein bisschen durch den Lappen. Die hatten wir damals drin gehabt bei der Händlergilde. Aber wir hatten auch in der anderen Mine, in unserer Stadtmine, also die Mine von der Stadtwache, die königliche Mine, hatten wir wiederum dort was zu tun, was wir als Händlergilde nicht tun konnten. So. Bloß, dass das jetzt nicht mit so einem Charakter aus Gothic 1 verknüpft war. Die Händlergilde Mine schon. Ich überlege gerade einen Widerspielwert. Was wäre jetzt ein Widerspielwert hier für die Mod? Außer jetzt die zweimal zu spielen wegen den Gilden. Waffengattung, Kampfstil, typisch halt. Der Klassiker. Aber ansonsten Entscheidung vielleicht. Ich würde jetzt auch neu laden und sagen, die Wucherer nicht töten. Widerspielwert wäre jetzt tatsächlich, dass man beide kennt. Für mich persönlich, wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, dann würde ich natürlich nochmal die Händlergilde spielen, um zu sehen, nur um mich selbst nochmal auszuprobieren, jetzt da ich dieses Mal besser hier im Spiel war als damals, ob ich das auch mit der Händlergilde kriegen würde. Ich denke manchmal. Obwohl eine Stärke oder Geschickskill, wo ist denn der Unterschied? Hauptsache, wir ballern die Gegner weg. Ja. Also ich kann es nur jedem mal ans Herz legen hier. Ich meine, man kann ja auch über Steam, ich weiß gar nicht. Muss man Gothic direkt besitzen, um Archeologie hier laden zu können über Steam? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, der legt sich auch einen neuen Opa an hier. Und die Hauptquest, da kommt auch einiges, auch ein spezielles Ende. Na, die Gegner sind ja auch so ein bisschen mit. Ist ja ähnlich wie bei Witcher 3 und anderen Spielen, wo man Entscheidungen trifft. Zum Beispiel hier, dass wir die Schurkenburg-Hops genommen haben, zum Beispiel. Das ist ja hier mit Rückgrat gewesen, da. In dem Ending. Weil das Bild hier gestrickt kriegen. Jetzt bei jedem Spiel hier mit dem Renderer, der macht mir das immer so klein, ja. Die Cutscenes. Jo, gut. Dann soll das Archeologs gewesen sein zum zweiten Mal. Als nächstes, wie geht's jetzt weiter hier mit dem Gothic Content? Wir machen natürlich am Montag geht's dann weiter mit erstmal mit Horizon Forbidden West. Dort können wir auch ein Finale machen, mindestens ein Finale vom Hauptspiel. Wir werden also am Montag dann definitiv nicht fertig mit Horizon. Es kommt ja noch das DLC hinten dran. So, bei Archeologs hingegen sind wir hier komplett fertig. Ja. Und da wird es am Dienstag, geht's mit Gothic 1 dann weiter. Wir bleiben hier Gothic. Wir machen einen Tag Gothic, wir machen einen Tag nicht Gothic. Wie immer. Ja. Und dann, wie gesagt, Gothic 1. Quentins Bande heißt, glaube ich, die Mod. Kann ich übers Bein laden, wurde mir gesagt. Sollte eigentlich relativ fix gehen. Sollte jetzt nicht unbedingt ein Problem sein.
Nur damit würde es, wie gesagt, am Montag dann. Könnte jetzt mal, bin ich gespannt drauf. Ich hatte erst mit Othello überlegt, ob ich Othello mache. Das hatte ich ja hier schon mal gesagt im Stream. Aber als ich dann beim Red Maddox, Grüße an Red Maddox, als ich das dann gesehen habe bei ihm, da habe ich gesagt, das könnte man doch auch machen. Othello ist ja bloß ein Prügelmod. Ich meine, erweitert das ganze Ding. Ich mag die Map so ein bisschen erweitern und ein bisschen umstrukturieren von mir aus. So, aber wofür? Nur damit wir merken, damit wir mehr zum Prügeln haben. Im Endeffekt. Ist ja so. Ja. Aber bei Quentins Bande, dort haben wir neue Quests und so weiter, ein paar neue Lager in Mintal. Jetzt keine neuen Gebiete, glaube ich, aber ein paar mehr Lager, ein paar mehr Leute und so weiter. Alles ein bisschen, ja. Da bin ich gespannt drauf, das will ich mal spielen. Machen wir am Dienstag. Raiden kann ich, ich würde jetzt gerne zum Ramon raiden hier. Aber ich habe mich ja unfreiwillig hier aus Twitch ausgesperrt. Ich kann mich momentan nicht direkt anmelden. Auf der Seite. Die mit ihrer scheiß Sicherheit und zwei Zonen Authentifizierung. Dem hier Dreck. Das Telefon. Spinnt ja wohl. So. Ich kann auch keinen Link reinsetzen. Ich habe das als unangemeldeter, kann ich keine Links reinsetzen hier. Ja. Aber ich kann nur sagen, geht mal zum Ramon auf den. Da müsst ihr, ist er live? Modlog, Creator Content. Der ist ja im Open Stream drin, der müsste eigentlich live sein. Was will ich denn jetzt eigentlich? Creator Content ist hier unten drin. Piranha TV. Ja. Late Night Gaming. Oh, der ist gerade da. Ja, raiden kann ich ihn nicht. Das ist. So. So, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich würde mich mal kurz beim Ramon in den Open Stream reinklinken. Er könnte sich selber raiden für mich. Er hat ja Modrechte bei mir. Das wäre, das ginge. So. Es sei denn, Maria ist noch da als mein als Mod. Die könnte das auch. Ja, Xardas LP. Nee. PK, der Ramon, der hat ja absoluten Vorrang hier, was Raiden angeht. Egal wer sonst live ist, der Ramon, das ist ja mein Partner, sage ich mal hier was, Kollegen, also nicht mein Sexualpartner. Versteht sich. Keine Scherze bitte. Das ist mein hier Kompagnon hier. Also von daher. Wir gehen mal kurz rein zu ihm im Open Stream. Coco Gramon, du bist immer noch live mit mir auf meinem Twitch-Kanal. Willst du selber deine Modrechte benutzen, um dich zu raiden? Ich kann es nicht tun. Ja, Moment. Gut, der Ramon redet sich jetzt mal selber für euch. Noch bekloppter geht's mal gerade hier, aber ja, es ist zum Kotzen, wenn man sich nicht anmelden kann, gerade bei Twitch. Habe ich auch meinen Namen richtig geschrieben, ich glaube. Das weiß ich nicht, ob du deinen Namen richtig geschrieben hast. Ja. Okay, wünsche dir einen schönen Abend. Alles klar. Ja. Dann danke ich mir fürs Zusehen. Am Montag geht's weiter mit bei mir mit. Glaubt ihm nicht alles. Macht das nicht. Glaubt ja, ihm nicht alles. Ja, kein Wort. Ja. Dann danke ich mir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. No, kannst draufdrücken. Müsstest draufdrücken können. Jupp. Da bin ja ich, um Gottes Willen. Ja. Oh Gott.